Hey, ihr süßen kleinen Fratze. Willkommen zu Renis heißer Hardware. Und heute ist sie wirklich heiß, denn wir haben ja eine nagelneue 2080 RTX. Da träumt auch jeder kleine Bengel unter dem Weihnachtsbaum, hätte der gern eine dieses Jahr. Aber vielleicht auch nicht. Weil wir gucken uns heute mal Battlefield 5 an. Und bevor ich das überhaupt mit den neuen Features zum Laufen gebracht bekommen habe, mussten wir erstmal diverse Sachen bei Windows einstellen und einen dicken, fetten Oktoberpatch raufknallen bei Windows, bevor uns das überhaupt angezeigt worden ist. Dann habe ich es aber irgendwann gefunden, habe es angemacht, habe mir gedacht, geil, neue Technik, es läuft bestimmt Bombe. Aber dann war ich vielleicht enttäuscht oder auch nicht. Schreib's doch in die Kommentare, ob ich enttäuscht war oder nicht, weil jetzt in den Chat, so Grobi, war ich enttäuscht oder war ich nicht? Ich bin der René Nicolai. Wir kennen uns doch. Hallo, Magic Case. Magic Case. Das ist vielleicht bald auch ein legaler Name. Kann man mal drüber nachdenken. Aber wir schauen uns heute mal Battlefield 5 an mit RTX-Unterstützung. Was macht das ganze Raytracing? Es ist ja gerade in alle Munde. Ich denke mal, die einigen Menschen, die sich nicht so wirklich für Hardware interessieren, vielleicht immer nur mal ein bisschen so Internet rumwühlen und ab und zu mal ein Video auf dem Internet finden. Die denken sich, ja, was ist das? Ja, alle reden darüber, alle sind nicht so wirklich begeistert darüber. Sollte ich mir jetzt eine neue Grafikkarte kaufen, eine 2080, eine 2070, eine 2080 Ti? Soll ich lieber die Finger davon lassen? Warum macht Nvidia jetzt eine 1060 eine neue raus? Also warum bringt sie eine neue raus? Obwohl sie doch eigentlich eine neue Generation schon rausgebracht haben. Ja, das beißt sich doch irgendwo alles, ne? Da gehen wir gleich mal ein bisschen ein. Wir gehen jetzt mal kurz auf den Rechner, dann zeige ich euch, was das ganze Ding hier so hat. Und ihr könnt nebenbei ein paar Fragen stellen, weil diesmal kann ich auch hochscrollen. Weil da hinten, da gucke ich jetzt nicht mehr rauf auf den Chat, da ist nämlich die Kamera. Ihr seid hier neben mir. Und heute bauen wir kein 40-Euro-PC. Das haben wir ja letztes Mal schon mit 50 hingekriegt. Nächstes Mal ist 10 Euro. Ja? Ich baue für 10 Euro einen Rechner. Muss ich ein bisschen klauen gehen, aber ich schaff's für einen 10er dann. Und ich kann hier hochscrollen und sowas, dann sind die eure Fragen dann halt nicht mehr verschwunden. Ist ein bisschen angenehmer, drauf einzugehen. So, wir schauen jetzt mal auf dem Rechner. Ich habe schon GPU-Z angemacht und ich habe CPU-Z angemacht. Da könnt ihr gleich mal gucken, was alles so Schönes halt am Rechner ist. Wir haben hier nämlich einen i7-8700K. Das ist nämlich hier der Bench-Rechner, den ich auch für andere Videos benutzt hatte einmal. Der hat ja genug Power, ne, für Battlefield. Sehen wir aber auch gleich alles nochmal, ein MSI Afterburner. Was das ist, sage ich auch gleich nochmal. Und wir haben hier rechts GPU-Z. Damit können wir unsere Grafikkarte so gesehen auslesen. Mittlerweile hat GPU-Z auch, für die Leute, die bei eBay, da schauen wir nachher auch nochmal rein, Grafikkarten gekauft haben und denken, geil, eine 1060 für 70 Euro, da mache ich mal ein Schnäppchen. Die aber eh nicht so viel spielen und dann am Ende nicht merken, dass sie wirklich keine 1060 haben, können mit GPU-Z einmal mal gucken, ob sie wirklich eine richtige Grafikkarte haben, weil GPU-Z checkt die Daten, die die Grafikkarte hat, und sagt euch dann, warte mal, da ist aber ein ganz anderes BIOS drauf, als die Karte eigentlich hat, also ein GPU-Clock und Default-Clock und sowas. Da kann sie dann in der Datenbank gucken, okay, normalerweise sollte die 1060 so und so viel Megahertz haben und so viel Shader-Kerne und sowas ähnliches. Hat sie nicht und dann kommt hier irgendwo, ich habe es noch nie gesehen, weil ich keine gefakte Grafikkarte habe, wird hier irgendwo gesagt, warte mal, diese Karte ist anscheinend nicht das, was hier oben nämlich steht. Und hier ist alles schön bunt. Ja, grün. Grün ist, glaube ich, immer gut, oder? Hier ist nichts rot. Also das ist keine Fake RTX 2080, sondern eine richtige 2080. Hier fehlt natürlich das Ti. Die ist natürlich noch ein bisschen schneller. Aber eine 2080 ist ungefähr auf dem Level von einer 1080 Ti. In einigen Games ein bisschen schneller. In anderen Games ein bisschen langsamer. Das liegt dann aber daran, dass einige Spiele in 4K volllaufen mit dem VRAM, weil diese Karte hat nur 8 und die 1080 Ti hat 11. Ja, da ist ein bisschen Luft nach oben. Das ist der kleine Flaschenhals eigentlich von der 2080, aber in der Theorie ist sie eigentlich ein Tick schneller als eine 1080 Ti. Aber dann natürlich auch ein paar 100 Euro teurer. Wir schauen uns ja die Preise mal an. Ich habe, bevor wir Battlefield anmachen, habe ich erstmal Raytracing-Demos runtergeladen. Bei Battlefield erkläre ich euch dann nochmal, wie Raytracing dann halt, also nicht komplett funktioniert, sondern für den Laien, wie es funktioniert, wie es für alle dann halt verständlich ist und was Raytracing macht und wie Spiegelungen in anderen Spielen halt funktionieren. Um uns alles Mögliche anzuzeigen, habe ich wieder den MSI Afterburner runtergeladen. Ja, dann habe ich hier oder mitinstalliert den River Tuner Statics Server. Hier können wir auf das Dings hier drücken, auf das Zahnrad. Und hier Überwachung. Hier habe ich mal GPU-Temperatur, GPU-Auslastung. Dann haben wir hier Speicherauslastung, wie voll der RAM jetzt läuft von der Grafikkarte. Speichergeschwindigkeit habe ich mir anzeigen lassen. Und ich habe hier noch die Framerate, RAM-Auslastung vom PC.
Die Frame Times habe ich mir jetzt Diagramm anzeigen lassen. Ich glaube, ich habe auch, genau, CPU-Auslastung. Ich habe jetzt nicht alle Kerne angemacht, weil das wird ein bisschen voll dann links oben in der Ecke. Aber ich habe die komplette Auslastung der Kerne angemacht, also so ein Durchschnitt. Und da gucken wir gleich mal rein. Ne? Grafikkarte idled ist jetzt nicht im 3D-Modus, sondern im 2D-Modus. Deswegen hier 27 Grad. Wisst ihr auch mal, wie warm es ungefähr hier ist. Zieht ihr nochmal 7, 8 Grad ab. Ja? Deswegen auch die Mütze. Ne? Die habe ich nicht aus Spaß an. Ich friere. So, das minimieren wir mal. Ihr wisst jetzt ungefähr, was der Rechner hat. Ich kann es auch nochmal, wenn das Video als VOD kommt, in die Kommentare oben schreiben, was genau hier alles verbaut ist. Wir können euch den RAM, einmal die Memory, das interessiert auch immer viele, ne? Hier, wir haben hier 2000er, also das ist ungefähr 3800. Wie viel Takt hat der? Schauen wir mal hier. 3866 hat der, 16 GB sind das. Und das ist der von G-Skill, der Trident Z RGB, weil der leuchtet dann halt bunt, rot, grün und blau, ne? Dafür steht RGB. Muss ich euch aber, glaube ich, nicht mehr erzählen. So. Wir starten jetzt einfach mal eine kleine Tech-Demo, die habe ich im Internet gefunden. Das läuft sogar mit Unity. Also da draußen, die Leute, die, ich weiß nicht, also steht Raytracing dran. Ich habe es jetzt nicht mit einer Nicht-Raytracing-Karte ausprobiert. Aber das hat irgendjemand da draußen programmiert mit der Unity-Engine. Anscheinend kann man das ganz einfach hinzufügen, dass Raytracing in dem Spiel halt funktioniert. Ich habe drauf gedrückt, das dauert ein bisschen. Wenn sich da jemand schon mal mit schlau gemacht, ich habe nicht nachgelesen, ob das Spiel jetzt irgendwie faked oder nicht. Aber ich denke mal nicht, dass es faked. So Full HD Ultra, pipapo. Gehen wir gleich mal drauf ein, was Raytracing gleich kann im Spiel oder in der Demo und was Battlefield dann auch gleich kann. So. Guck mal, das Renele, Namensvetter. Rage Racing, nee, Ray Tracing. So, oben links sehen wir wieder unsere Anzeige. Ich kann den hier mal ein bisschen größer machen. Und Rage Racing simuliert Rays. Gibt es auch in diversen Filmen. Wenn ihr mal Marvel-Film guckt oder sowas und da irgendwelche Spielungen sind, dann werden da auch die Rays halt gerendert und dementsprechend so wie Lichtstrahlen, die von der Wand abgehen oder von diesem Objekt hier, wie dieser komische Wurm, und dann halt in der Spiegelung wieder auftauchen. Normalerweise ist es im Spiel nicht. Alles, was ich sehe, nennt sich Screen Space Reflection. Alles, was ich sehe, kann wiedergespiegelt werden. Alles, was außerhalb meines Bereich ist, was ich sehe, kann die Grafikkarte nicht rendern und dementsprechend auch halt nicht spiegeln. Ja, ihr seht jetzt hier unten, ich glaube, man sieht das nicht so ganz gut. Da ist der Wurm. So, das würde die normale Grafikkarte auch hinbekommen, weil alles, was im Bild ist, kann gerendert werden und dann wird das auch in der Reflexion dargestellt. Ist jetzt ein bisschen blöd, wieso gehst du jetzt nicht mal hoch? So, da sehen wir die ganzen schicken Spiegelungen. Wow, ne? So, mehr ist es eigentlich nicht. Das ist das neue RTX, das Raytracing. Und auch hier im Schwert sieht man, ja, hier ist dieses kleine blaue Lämpchen da. Das spiegelt sich hier im Schwert. Und wenn ich hier weiter weggehe, dann sieht man das da auch. Das ist echt schwierig zu sehen, ne? Ich krieg's auch gerade nicht richtig rein. Naja, auf jeden Fall funktioniert es auch hier hinten. Ich sehe alles im Schwert, was auch hier in der Welt halt passiert. Und da oben ist jetzt das Vieh. Ich sehe mich, ich sehe das hier in der Decke rumwursteln. Geil, oder? So. Das Spiel funktioniert richtig, hat hier jetzt gerade einen Framelock, also V-Sync an, 60 Frames, hat keine Probleme mit Raytracing. Wie gesagt, ich hoffe, das ist hier nicht fake. Man kann es nämlich auch faken und das sieht man sogar bei Hitman 2. Hitman 2 schafft vernünftige Spiegelung, auch Spiegelungen, die außerhalb des Screens funktionieren, mit einem Trick. Kostet auch Performance natürlich, aber nicht so viel wie Raytracing. Und dazu schalten wir einfach mal Battlefield 5 an. Dafür muss ich mich gleich einmal kurz einloggen. Und dann können wir gleich mal diskutieren, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn. Ah, warte mal, wie war das hier? Ja, so. Ja, also wir haben jetzt 2-Faktor-Authentifizierung. Hammer.
So, macht keinen Sinn, da ist die Diskussion schon vorbei. Na, mal schauen. Es ist ja gerade so gesehen das erste Spiel, was es unterstützt. Was ich nicht raffe wirklich ist, warum man es auf Biegen und Brechen jetzt rausdrückt, obwohl es nicht wirklich gut funktioniert. Aber wie nicht gut funktioniert es denn, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Wir gehen hier mal in die Einstellung. Wir haben jetzt alles hier, das ist jetzt alles Full HD, ne? Wir haben hier nichts Upscaling oder sowas. Das ist jetzt hier, wo haben wir erweitert? Hier, Auflösskalierung ist 100%. Ja, das ist Full HD, 1080p. Und hier unten, nee, hier oben haben wir noch DXR, es ist geradeaus, das schalte ich jetzt gleich mal ein. Wir schauen uns das aber erstmal ohne an. Genau, dann müssen wir es nicht einschalten, ich muss das Spiel dann wieder neu starten. Also, DXR ist aktiviert, wenn ihr auch eine 2080 habt und bei euch es nicht auftaucht, müsst ihr erstmal den Content-Patch von Microsoft draufpacken, den Oktober-Patch, weil vorher funktioniert der ganze Bums nicht. Und hier unten, ja, ist natürlich ausgegraut, können wir nicht machen. So, wir haben jetzt Raytracing, 133, also Raytracing deaktiviert, 133 Frames im Menü. Und wir gehen jetzt mal hier nach Frankreich. Ich glaube, hier konnte man das immer sehr gut sehen. Da sind sehr viele Spiegelungen, die auf dem Boden sind, durch Pfützen und ähnliches. Da schauen wir uns gleich mal ein bisschen den Boden an. Und Döner macht schöner, ja. Und Pizza macht ein bisschen spitzer. Im Menü 133 Frames, ja. Im Menü werden auch, ist Raytracing anscheinend auch aktiv. Da habe ich nämlich das Problem, wenn ich Raytracing in 4K anmache, habe ich da irgendwie nur noch 10 Frames oder ähnliches. Also, wir haben Raytracing jetzt aus. Wir haben jetzt hier 130 Frames. Ich kann auch schon mal sagen, dass wir hier auf 4K konstant mit der Karte dann immer auch 60 Frames haben. Und wir schauen jetzt mal, ob wir irgendwie Spiegelungen sehen. Das ist alles ein bisschen blöd. Ich glaube, ich kann leider nicht mehr zurück. Kann ich hier die Mission, das Level neu starten? Ja. Weil am Anfang sieht man das besser. Ich hoffe, ich fange jetzt von vorne an. Ich bin schon ein bisschen weiter gelaufen. Genau, noch vorweg zu sagen, müssen wir, dass das jetzt auch eine Hybridlösung ist. Also das, was wir auf der E3 gesehen haben, oder auf der Pressekonferenz von Nvidia, ist am Ende gar nicht mehr so reingeflossen, weil es einfach, glaube ich, unperformant war. Man konnte sich ja noch in den Augen der Gegner spiegeln oder man hatte seinen Charakter selber in Sachen gesehen auf dem Boden. Das ist jetzt irgendwie komplett rausgeflogen, auch Nebel oder Wolken, die durch Granaten entstehen, auch Sachen, die rumfliegen, kleine Partikel und sowas, werden alle nicht wiedergespiegelt. Aber das kann ich euch gleich mal zeigen. Ich spiele jetzt so lange. Das ist eine SSD. Jetzt kann ich ja lieber springen. So. Fahren wir zum Einsatzgebiet und dann im Anfang sieht man das am besten. Dann kann ich gleich mal zeigen. Hier sieht man auch schon Spiegelung von dem Wagen da unten. Ist jetzt DXR aus. Also kein Raytracing an. Und da zeige ich auch einfach mal, wie Screen Space Reflection dann halt aussieht. Für die Leute, die es noch nie gesehen haben oder sich dafür noch nicht so wirklich interessiert haben hier. Noch ein bisschen weiter. So. Musik hört einfach auf, wunderbar. So, wir sehen hier das Auto, das spiegelt sich da vorne. Und wie ihr seht, wenn Leute durchlaufen oder sowas, dann haben wir da so, dann wird es einfach weiß, weil das nicht mehr im Bild der Grafikkarte ist, weil da jemand vorsteht, wie der Typ, der gerade runterfällt. Jetzt ist das Auto wieder zu sehen. Und ich kann hier, wie ihr seht, die Spiegelung aus dem Spiel wischen, weil die Grafikkarte rendert dort nicht mehr das Bild und kann dementsprechend auch nichts mehr spiegeln. So machen es eigentlich fast alle, die Spiegelung ins Spiel halt bringen, weil normalerweise läuft man ja so durchs Spiel hier. Und wen jucken denn schon Spiegelungen da unten? Das sieht zwar schön aus, wenn ich dran vorbeirenne, aber bei so einem hektischen Shooter- oder Multiplayer-Spiel guckt ehrlich gesagt keiner mehr, ob hier wirklich das Auto noch vernünftig gespiegelt wird oder nicht. Aber hier sieht man das ganz schön. Hier werden auch der, ja, alles Mögliche noch gespiegelt, hier der Baum und sowas. Und ich kann es einfach rauswischen. So. Mit RTX wird auch das alles gespiegelt, wenn ich da nicht hingucke. Und ich mache jetzt RTX mal an. Das ist Screen Space Reflection. Dafür muss ich einmal hier rausgehen ins Menü. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht ganz geschlossen. Nein, habe ich nicht. Ja, GTA 5 wollte ich schon sagen. Battlefield 5 hat echt lange Ladezeiten. So, wir machen es an. Ihr könnt gleich mal schätzen. Wir haben ja jetzt gerade, weiß ich nicht, so 130 Frames oder so gehabt. 120 Frames, 130 Frames. Und wir machen es mal an. Und schauen mal, was die zweiteuerste Karte, der Preis, glaube ich, fängt bei 750 an.
Müssen wir gleich mal genau schauen. Ich schaue mal hier kurz auf dem Rechner. Das ist eine RTX 2080. Schauen wir mal hier. So, das ist nicht die gleiche, aber es geht bei, ja, 698 Euro los. Also ich denke mal, bei 699 fängt so eine Karte an. Hier ist sogar 650. Ja, muss man mal gucken. Also die Preise, ich bin jetzt hier nicht auf einem Vergleichsportal. Kann ich mal raufgehen hier. Ja, aber 754 zum Beispiel hier eine Asus. Kommt auch drauf an, welche man haben will, ne? Aber wir sagen einfach mal, bei 699 fängt der ganze Spaß an. 699 Euro ist schon eine Hausnummer. Und wo haben wir denn jetzt hier? Ne, nicht unser Profil. Options, so, Grafik. Und dann gehen wir hier auf Erweitert, machen DX hier an. Dafür müssen wir das Spiel neu starten. Und wir lassen es direkt mal auf Ultra. Können gleich mal ein bisschen runtergehen. Können auch mal gucken, wie es auf 4K läuft. Und einmal Spiel aus. Ups. So. Und Battlefield bitte wieder an. Und nebenbei schaue ich einmal hier. Oh, hier gab es ein Angebot. 650 Euro. Schauen wir mal, ob Black Friday irgendwie was bringt. So, Hardware hier, Grafikkarten. So, wo sind denn hier die RTX 2080? Ah, das lädt immer noch. So, weiter geht's hier. Spielen. Und zack. Das lädt ja eh wieder eine Woche. In der Zeit gucke ich einfach mal hier. Nvidia und RTX 2080. So, die billigste RTX 2080 kostet gerade 739 Euro. Okay, keine Ahnung, was bei Amazon oder so. Ich habe eben nur bei Google geguckt. Ja, eine Inno 3D kostet 739 Euro. Und die ich hier habe, kostet auch 739 Euro. Ist also eine der Einsteigerkarten, die auch jetzt kein OC haben. Aber da können wir gleich nochmal gucken, wie viel wir noch rauskriegen. So, wer dann aber eine Strix oder ähnliches sich kauft, ich glaube, der fängt dann bei 800 Euro an. So, eine MSI Gaming Karte hier bei 799. Eine Gigabyte OC 799. Gibt schon eine Asus Strix. Eine Asus Turbo? Nee. Nee, eine Strix sehe ich hier nicht. Kann auch sein, dass sie hier einfach nicht aufgelistet ist. Na gut. Aber wer schon eine OC-Karte haben will, mit einem dicken Lüfter drauf, weil das hier ist ein 2-Slot-System, die anderen sind ja eigentlich 3, da geht es dann halt bei 7,99 los. So, wir sind da. Wir haben jetzt von 133 Frames nur noch 50 Frames. Und hier im Anfangsgebiet geht es noch. Wir gehen auch gleich mal weiter rein. Wir gehen mal zum gleichen Punkt wie eben. Dort haben wir die Spiegelung gesehen. Nicht. Jetzt wird hier überhaupt nichts mehr gespiegelt. Hallo? Ah, doch, da. Man sieht ein bisschen. Achso, der Klotz hier ist das Auto. Wenn ich jetzt hier runtergehe, seht ihr, der ganze Bums wird weitergespiegelt. Und ich kann die Reflexion halt nicht mehr rauswischen. Auch die Bäume und sowas sieht man, die leichten Strukturen. Ja, das ist die RTX. Alles, was jetzt hier noch zu sehen ist, wird auch dann halt gespiegelt. Auch hier das Feuer. Ja, das wird hier im Wasser gespiegelt. Wäre jetzt bei der anderen Version halt nicht so, wenn ich das RTX jetzt ausmache. Aber ihr seht, wir müssen auf jeden Fall eine Menge Frames halt einbußen. Und ich gehe jetzt mal hier zum Brennpunkt. Es sollen ja noch Optimierungen rauskommen für das Spiel und wir droppen jetzt hier ungefähr, ja, auf 37, 36 Frames. Und ich sag hier nochmal, wir sind hier. Guck mal, 27 Frames, 25 Frames. Also hier ist es nicht mehr spielbar, ihr seht es gerade selber. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt alles berechnet wird, weil ich sehe ja eigentlich gar nichts. Wo jetzt hier der Flaschenhals ist, aber dass man sowas halt rausbringt als, das ist, ja, kann ich mir irgendwie nicht erklären. Also ihr seht ja hier, dass wir 22 Frames haben und das ist Full HD. So, die neuen Konsolengenerationen wollen ja auch 4K natives Gaming unterstützen. Wäre natürlich, denke ich mal, nicht RTX oder ähnliches mit einbinden, weil anscheinend, es fühlt sich einfach, ja, die Generation ist vielleicht ein bisschen zu viel rausgekommen. Oder es liegt wirklich an den Optimierungen. Da müssen wir mal schauen. Aber dann hätte ich mit dem Patch auch noch ein bisschen gewartet. Hier haben wir noch schöne Bugs.
Das ist das God-Rays hier. Das wird ja auch gespiegelt. Das sind Licht, was durch die Blätter halt fällt. Kennt man ja aus einigen Spielen. Da hinten sieht man die Streifen, die weißen. Und ja, die werden halt hier auch drin gespiegelt. Die Schatten der Blätter, das existiert nicht. Die gibt es nicht. Wir können gleich mal hier... Ah, hier ist eine schöne Pfütze. Wir brauchen mal ein bisschen mehr Licht. So. Also, ich schmeiß mal hier eine Granate rein. Und dann werdet ihr gleich sehen, da passiert nichts. Also Blätter werden nicht gespiegelt. Und so Rauch und ähnliches wird auch nicht gespiegelt. Also wirklich nur Objekte, Bäume, Typen hier, die rumlaufen, Feuer. Ich selber sehe mich, glaube ich, auch nicht. Okay, es ist auch ein bisschen schwierig, aber nee. Man sieht sich selber auch nicht, sich da irgendwie wieder gespiegelt. Ja. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Punkt, um das Angst zu gucken. Ja. Genau, wie gesagt, das Ganze kostet ab 700 Euro plus. Und das erste Spiel, was es wirklich unterstützt, ist jetzt hier Battlefield. Bald kommt noch Tomb Raider. Aber ihr seht hier schon, wenn wir hier jetzt in das Gebiet gehen, wir haben immer solche Frame Drops. Dann. So, hier haben wir es schön unter 30, ja, 30 Frames, 35 Frames. Wenn ich zoome, dann geht es auf jeden Fall weiter runter. So, das Ganze ist hier aber auch. Ja, wir können es auch einstellen. Nämlich von Ultra mal auf Hochstellen. Mal gucken, ob wir dann einen Unterschied merken. Das Ganze ist hier on the fly. Ja, wir haben jetzt hier fast konstant. Na, doch nicht. Jetzt droppt das auch wieder runter. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied groß. So, wir gehen mal hier wieder Optionen. Grafikkarte. Machen wir mal auf Mittel. Na, jetzt können wir sagen, okay, wir haben fast unsere 30 Frames. Ich denke mal, das hier ist eh ein Gebiet, was sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und haben hier, ja, unsere 30 Frames. Was ihr oben auch noch links seht, das ist ein bisschen klein, das sind die Frame Times. Wenn ich jetzt hier zoome und der Frame Drop kommt, haben wir hier einen Frame Time von fast 40 Millisekunden. Wenn ich RTX ausmache, haben wir ungefähr zwischen 8 und 10 Millisekunden. Die Frame Times sind, wie lange die Grafikkarte für eine Bildberechnung braucht, ungefähr, kann man so sagen. Und hier haben wir dann fast 30 Millisekunden mehr. Ich habe jetzt keine starken Ruckler gesehen. Ich glaube, das hatten sie herausgepatcht. Das läuft auch auf DX12 alles. Da hatten wir manchmal so Frame-Times, die wirklich fast in die Sekunde gedroppt sind. Und dann hat man immer diese Mikroruckler. Dann bleibt das Spiel einmal kurz hängen für eine Sekunde. Und dann geht's weiter. Und hier haben wir den ganzen Bums. Hier sieht man auch nochmal schön die Spiegelung. Und hier können sie nicht rauswischen. Also man sieht hier immer so die ganzen Spiegelungen. Aber sieht man unsere Leute? Das ist alles so dunkel hier. Komm mal ins Licht. Hier sind natürlich keine Pfützen, ne? Nee, hier wird nur geballert. So, ich guck mal jetzt in den Chat, ob es hier irgendwelche Fragen sind. Leider nicht geil, BL5 sieht so nice aus. Ja, das Spiel sieht wirklich schick aus, aber es sieht auch eigentlich schick aus ohne Raytracing. Ich wollte weiterhin... Nee, das ist was anderes. Boah, das ist eine Frage, die jetzt hier nicht passt. Ja, Crysis können wir installieren. Crysis hat früher eine Menge richtig gemacht. Saku007 schreibt, also eigentlich kann man mindestens noch mal ein Jahr warten, bis man daran denkt, sich so eine Karte zu holen. Die Treiber sind noch zu sehr in der Beta. Die Spielentwickler müssen sich, ja, müssen noch optimieren etc. Genau, ich denke mal wirklich, das ist noch eine Optimierungsfrage. Es sind ja sehr viele Spiele angekündigt worden, die RTX unterstützen sollen, wollen. Aber alles, was wir schon gesehen haben bei den Pressekonferenzen und auf der E3, auch von Tomb Raider, da haben wir die gleichen Probleme gehabt, was Battlefield hat, dass wir hier Frame Drops haben. Und am Ende ist ja eine Hybridlösung reingekommen bei Battlefield. Es ist ja nicht mehr wirklich das Raytracing reingekommen, dass alles wirklich gespiegelt wird und ähnliches. Also Leute, dass ich mich jetzt hier zum Beispiel in den Augen sehe. Ja. Aber auch der Schatten und sowas, das sieht natürlich alles mit Raytracing ganz, ganz schick aus. Aber ehrlich gesagt möchte ich hier, wenn ich die Möglichkeit habe oder zu Hause mir so einen fetten Rechner für das Geld mir kaufe, dann spiele ich eigentlich auch in 4K, wenn ich das Spiel jetzt nicht kompetitiv spiele.
Dann werde ich natürlich auf einen höheren Monitor setzen, der mir Herzzahlen schafft, so 144 Hertz, 240 Hertz, ähnliches. Da muss man dann einfach mal gucken. Für Singleplayer sehe ich überhaupt keine Problematik, wenn man hier mit 30 Frames spielen kann. Ist es aber das Geld wert? Das ist eine andere Frage. Ob man für die Leistung, die man hier bekommt, oh, das ist mein Kollege, dennoch wirklich diese 700 Euro ausgibt. Ich sehe da im Moment nicht wirklich den Sinn. Also wenn ihr eine 1060 habt, eine 1070 habt, wartet auf jeden Fall nochmal ab. Ich denke mal, da wird sich noch eine Menge tun. Nvidia schiebt da jetzt auch noch eine 1060 rein mit einem schnelleren Speicher. Und anscheinend haben sie noch sehr viele Reste in den Lagern rumhängen und müssen diese erstmal loswerden. Vielleicht ist aber auch eine Antwort auf die RX 590, was Nvidia da jetzt macht. Da müssen wir einfach mal schauen, wann die rauskommt. Und alle Leute, die irgendwie kompetitiv unterwegs sind in der Midrange, kann ich eigentlich wirklich sagen, guckt euch mal die RX 50 an, die RX 90 an, die 590 an. Und dann könnt ihr auch FreeSync nutzen und müsst nicht ein teures G-Sync-Modell kaufen. So, jetzt sind wir hier auf der offenen Fläche und hier haben wir dann wieder, ja, 60 Frames. Kann wirklich sein, dass durch die ganzen Rays, die durch die Decke kommen, durch die Blätter kommen und sowas ähnliches, dass dort einfach übelst alles runterdroppt. Wir sind jetzt hier in einem anderen Gebiet. Hier ist wenig Schatten unterwegs. Na, ich spiele, glaube ich, auch leicht. Und ja, hier sind auch ganz viele Pfützen, aber ich denke mal, dass dieser ganze Schatten und sowas auch alles noch mitberechnet wird und dass da irgendwo der Flaschenhals dann drinne steckt. Aber hier kommen wir schon auf unsere, ja, 60 Frames in Full HD. Dann machen wir hier einmal Ping. Und das sieht alles wirklich schon echt schick aus. So, wir können das Ganze mal auf 4K stellen, denn das Spiel kann ja hier auch alles hochskalieren. Nämlich auf 200%. Und das Spiel ist jetzt so gesehen auf 4K, nicht natives 4K. Und dann seht ihr hier schon, also Raytracing und 4K, sage ich einfach mal nein. Funktioniert nicht. Wenn wir hinten im Wald sind, dann ist sowieso Feierabend, dann haben wir unsere 5 bis 10 Frames und das ist auf jeden Fall, so ist es auf jeden Fall nicht mehr spielbar. Wir haben jetzt auch hier, ja, 50 Millisekunden von den Frame Times her und ich glaube, jeder da draußen sieht, wie schwammig das jetzt alles sich anfühlt. Das funktioniert alles so. Also ich würde so nicht spielen. Wir können einfach mal weiter hier gehen und mal auf 150 machen. Ah. So. Ich würde jetzt nichts Falsches sagen, aber es müsste eigentlich WQHD sein. Hier haben wir dann unsere 30 Frames. 40 Frames. Es würde wieder gehen, wenn man jetzt auf 30 Frames dann das Spiel lockt. Aber ich denke mal, in einigen Gebieten wie der Wald eben vorhin, dann haben wir da auch unsere 10 Frames oder ähnliches. So, ja, das ist RTX. Jetzt gucke ich mal in den Chat. Genau, Auflösungsskala auf 150, es müsste WQHD sein, 200% müsste eigentlich 4K sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 50% mehr von 1080p. Der Senior hat sich einen 4K-Fernseher gekauft, das ist schön. Schön, schön. Aber an einem Fernseher zocken, nicht so schön. Müll. Mr. Slänger 89 schreibt einfach Müll. Das kann man so sehen, wie man will. Jackie kommt drauf an, was man für Ansprüche hat. 144 Hertz, 4K-Gaming ist sauteuer. Aber der Einstieg in 4K ist mittlerweile ganz okay. Genau, man kann günstig mit 4K zocken, also sagen wir mal so 60, in den 60-Frames-Bereich. WQAD hat jetzt gerade mal so 144 Hertz Monitor rausgebracht, die man sich auch leisten kann. Dort sollte man auf jeden Fall mal gucken. 4K 144 Hertz ist einfach abartig teuer. Und wenn man sich dann noch einen vernünftigen Monitor kauft, der HDR, also wirklich richtiges True HDR kann, dann könnt ihr auch gleich einen Gebrauchtwagen kaufen. Ich glaube, da seid ihr dann bei. Ich schau mal hier. Schauen wir mal hier. 4K True HDR Monitor. So, hier von Asus gibt es einen.
Der Asus PG27UQ, 27 Zoll Monitor, 4ms Reaktionszeit, G-Sync Panel. Ich glaube, der sollte eigentlich 4K können. Ja, der macht 4K. Und 144 Hertz, genau. Kostet 2499 Euro. Ja, das ist eine Ansage. Und der kann HDR. Ich weiß nicht, ob das jetzt True HDR ist oder nicht. Manche haben ja so ein, die schummeln ja ein bisschen, was das angeht. HDR Gaming Monitor mit einer übertakteten Bildwiederholrate von 150 Hertz für extra schnelles Gaming. Nvidia G-Sync HDR liefert lebensechte Kontraste und Farben. Na, G-Sync HDR, heißt das Nvidia G-Sync HDR? Nvidia G-Sync ist doch was, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, eine falsche Beschreibung. Beeindruckend darstellen wie nie zuvor. Ja, also das Ding kann HDR und G-Sync 4K für 144 Hertz. Da seid ihr bei 2,5 geht das denn hier los. Genau, ein Vico HD Monitor. Der ist ein bisschen günstiger. Ich sehe auch keinen, der hier ist irgendwie. Das sind alles abartig teure Monitore. Ja, und das andere ist dann alles wieder Bullshit. Nope. Gut. Die Bildschirmhersteller lizenzieren zahlen müssen. Achso, das war eine Antwort auf eine Frage von jemand anderem. Direkt mal 3 Stück gönnen. Ja, klar. Genau, es gibt auch Monitore, die so ein bisschen groß sind, aber dann ihre Größe faken, sondern nämlich nur auf die Länge dann hier 4K machen, aber dann oben hin halt nur Full HD. Müsst ihr mal aufpassen, also immer gucken. 2499 Euro genommen. Das ist echt ein riesiger Haufen Batzen Geld. Muss man überlegen, also ihr zahlt ja dann für eine 2080 Ti, ja, da fängt es ja bei 1,2 an, 1,1. Eine gute Karte mit einem guten Lüfter ist dann bei 1,3 ungefähr. Denn 2,5 für einen Full, für einen 4K HDR-Monitor mit G-Sync Panel 144 Hertz Unterstützung. Dann noch eine CPU, sagen wir mal jetzt, wir gehen jetzt auf AMD, bei Ryzen, da sind wir so bei 300 Euro für den 2700er. Denn ein gutes Board, ja, will man ja auch haben. Was dann halt auch schnellen RAM unterstützt. Auch günstige Boards unterstützen das. Aber dann ist man auch bei einem X470 so, ja, bei 170, 200 Euro dabei auf dem Mainboard. Dann kommt noch der Arbeitsspeicher schneller dazu. Das sind auch nochmal 170 bis 200 Euro. Ja, ein vernünftiger Lüfter will man dann ja auch haben, ne, der ein bisschen leise ist. Ist aber nochmal 40 Euro drauf. Dann eine Platte, ein M2, so 250, 500 Gigabyte. Sind wir so bei, ich glaube, die kosten noch so 80 Euro. Dann noch eine, vielleicht noch eine 1 Terabyte SSD oder sowas. Dann sind wir auch nochmal 200 Euro oben drauf. Und dann noch eine, ja, ein Massenspeicher für 70 Euro. Könnt ihr mal ausrechnen, was der Rechner dann kostet. Da ist noch nicht mal ein Gehäusebau und Netzteil dabei. Netzteil nochmal ein Huni und Gehäuse ist sowieso Geschmackssache. Aber ein gutes Gehäuse mit vernünftigen Lüftern schon drin, vernünftiges Kabelmanagement, gibt man eigentlich auch ungefähr so an 90 bis 120 Euro aus, wenn man jetzt nicht einen abgefahrenen, ein abgefahrenes Gehäuse haben möchte. Und wenn man dann noch Wasserkühlung geht, Custom-Kühlung, dann, keine Ahnung, dann können wir uns wirklich schon fast, dann sind wir schon bestimmt bei 6.000, 7.000 Euro. Aber dann macht man es auch als Hobby, weil man Spaß dran hat und dann guckt man eigentlich auch nicht aufs Geld. Einige Leute stecken ja auch Tausende von Euro in ihr Autos rein. Hier eine Felge, da ein Spoiler, hier ein Aufkleber, dort neue Carbonmatten oder ein Carbon-Motorhaube und dann sind sie auch bei den dreifachen Wert von dem Auto. Und uns Gamer belächeln sie noch immer, ne? Dass wir ja so viel Geld in Grafikkarten stecken und ähnliches. Wenn das unser Hobby ist, sehe ich es auch eigentlich gar kein Problem, warum wir das Geld denn ausgeben. Uns macht das Spaß. Wir haben Spaß daran, an der Technik. Wir haben Spaß daran, das zu verbauen. Wir haben Spaß daran, dann rumzuspielen. Und ja, ein Modellbauer, der guckt auch nie auf das Geld, ob er sich jetzt für 3.000 Euro einen neuen Flieger oder eine Drohne kauft, weil er Bock drauf hat. Aber eine Grafikkarte kaufen ist natürlich wieder, das treibt uns in die Ruin. Und wie können wir nur 1.000 Euro für eine Grafikkarte ausgeben? Da muss man uns immer mal aus der Perspektive auch noch mal sehen. Und was mir sauer aufstößt in der Zeit, da kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Außer ihr habt noch irgendwelche Fragen zu den RTX-Sachen, weil mehr kann man eigentlich nicht zeigen. Das sind einfach Spiegelungen und Schatten. Damit hat sich's erledigt. Und ihr seht, es funktioniert noch nicht so gut. Ich bin auf die nächsten Spiele gespannt. Denn es wurden ja schon einige Spiele in 4K gezeigt. Aber da ist das Territorium oder das Level halt viel kleiner. Hat man ja auch schon bei der Demo hier gesehen, Half-Dead 2 Raytracing Tech Demo. Ich denke mal in engen Räumen, kleinen Räumen, da wird das alles dann besser funktionieren als jetzt für Battlefield.
So. Wir gehen mal einmal in die Werbung. Ja, wir gehen mal in die Werbung und dann gucken wir uns gleich nochmal ein paar Sachen an. Seid gespannt. Willkommen zurück zu Renis heißer Hardware. Das Intro hört sich so ein bisschen an wie so ein Beauty Palace, aber ist es ja eigentlich auch, ne? Wir können uns leider eine Grafikkarte nicht auf die Lippen schmieren, aber wir können damit auch ab und an mal ein bisschen kuscheln, ins Bett gehen, ihr Liebe geben. Und ich habe gerade im Chat gelesen, dass ich jetzt hier die Autokeule, Auto versus Grafikkarten Keule rausgehauen habe. Ich kann so viel sagen, ja, wenn ihr euch eine Grafikkarte kauft, hat sie, nachdem ihr sie auspackt, nicht mehr den Wert, den sie hat. Das gleiche ist ja beim Auto auch so. Wenn ich mir ein Auto kaufe, verliert das natürlich auch in den ersten Kilometern halt deren Wert. Natürlich gibt es auch noch Oldtimer. Und versucht heutzutage mal eine Voodoo 2 zu bekommen, eine Voodoo 1 in der Originalverpackung. Wenn ihr davon eine bekommt, dann zahlt ihr auch ungefähr den 5- bis 10-fachen Wert einer Voodoo 2, die es früher mal gekostet hat. Dementsprechend, ob jetzt eine 2080 in 30 Jahren noch das, ob man den Wert rausbekommt, ist eine andere Sache, denn eine Voodoo 2 ist ja mittlerweile schon eine Retro-Keule und hat einen anderen Stellwert. Aber Leute, die damit groß werden, vielleicht sind sie in 20, 30 Jahren dann halt wirklich wieder gewillt, das auszugeben, was die Karte früher mal gekostet hat, vielleicht aus der Retrospektive. Ja, ich soll Slices Buyer spielen. Nee, wir machen noch erstmal kurz, wir gehen ja erstmal bei eBay ein bisschen, nein, nicht shoppen. Aber ja, es ist halt immer so eine Sache. Wenn man sich was kauft, es verliert immer an Wert. Da muss man halt mit rechnen. Die Leute, die sich aber vor dem Mining-Hype eine Grafikkarte gekauft haben, die haben eigentlich gut Plus gemacht, weil die Grafikkarten einfach so in die Höhe geschossen sind. Und mir kommt es gerade so vor, dass die Hersteller dort wieder anknüpfen, wo da ein bisschen, es gab einen Down und dann haben sie gesagt, okay, aber wenn die Leute wirklich so viel Geld auch ausgeben für die Grafikkarten, wir waren ja gezwungen, wir konnten ja nichts anderes, außer auf den Gebrauchtmarkt, der aber auch überteuert war zu der Zeit, ob wir jetzt gebraucht oder eine neue Karte dann kaufen, haben die Hersteller gesehen, okay, die zahlen ja wirklich 800 Euro für die Karte, obwohl sie eigentlich nur UVP 600 bis 700 sind, also 150, 100 Euro mehr pro Karte, dann lass doch einfach mal auch damit ansetzen. Und Nvidia hat gerade auch gar keine Konkurrenz. Wenn man sich jetzt mal die AMD-Karten anguckt, RX 580, 590, die jetzt rausgekommen ist, die Vega-Karten, die Vega 64 ist auf einem Niveau von einer 1080, die 590 auf einem Niveau von einer schnelleren 1060. Da sieht man, dass AMD gerade eigentlich nur den Mid-Range-Bereich deckt und nicht den High-End-Bereich wie, ja, Nvidia jetzt mit einer 1080 Ti oder mit einer 2080 Ti oder mit einer 2080, weil hiermit kann man auch WQHD und 4K eigentlich problemlos zocken, solange es nicht Raytracing gibt. Aber ja, AMD ist ja auch hinterher, hat jetzt eine neue Fertigungstechnik. Die Vega, die Polaris 30 sind da jetzt auf der 590 schon verbaut. Und so wie ich das gelesen habe, will AMD jetzt auch nicht mit Raytracing jetzt sofort loslegen, sondern einfach mal gucken, wie der Markt sich entwickelt. Und dementsprechend bin ich auch mal gespannt, ob AMD jetzt mit ihrer neuen Polaris 30 denn AMD auch mal ein bisschen so in den Midrange die ganzen Kunden abgreift. Mal gucken, wie sie denn drauf reagieren. Und ich bin sehr gespannt, weil mit den CPU, mit die der CPU, ich habe jetzt weiß gesagt, ich habe jetzt vergessen, was der nette Kerl unter dem letzten Video gesagt hat. Heißt es die CPU? Die CPU, ne? Ich warte auf euch, ihr schreibt nichts. Der Chat hat sich aufgehängt. Die CPU. Der Plan. Nein, mit den CPUs, die Unit. Ja, die CPU. Die CPU-Unit hat AMD alles richtig gemacht. Erstmal haben wir sie alle belächelt. Warum denn immer mehr Kerne? Immer mehr Kerne. Aber am Ende wird die neue Generation der Konsolen ja auch 8 Kerne oder ja 8 Kerne besitzen. Es gab ja schon die ersten jetzt Gerüchte von der PlayStation 5, dass die einen Ryzen-Prozessor reinbekommen. Und der Port von den Konsolen wird auch immer dann leichter dann halt auf die jetzige PC-Hardware, weil die ja eigentlich die gleiche Technik haben. Die haben auch 8 Kerne. Die Konsolen haben 8 Kerne. Dementsprechend sind die PC-Ports, denke ich mal, auch irgendwann ein bisschen leichter. Und ich bin mal gespannt, es soll ja Mitte nächsten Jahres die GTA 5, die PlayStation 5 vorgestellt werden. Was da für Technik drin steckt, werden wir erst nach Release dann sehen. Da will Sony sich natürlich nicht in die Karten gucken, weil Microsoft ist ja auch noch ein guter Konkurrent. Und 4K-Gaming nativ wird, denke ich mal, die nächste Generation anpeilen. Dann lohnt sich auch wirklich ein 4K-Fernseher.
Und ich bin dann mal gespannt, wie der PC drauf reagiert, weil wenn wir jetzt eine Midrange-Karte kaufen, haben wir kein natives 4K. Und ich glaube auch nicht, dass ich aus einer 1060 so viel Leistung rausbekomme. Egal, ob ich alles auf niedrig vielleicht stelle, vielleicht dann doch. Müsste man mal ausprobieren, wäre ein cooles Projekt. Ob ich mit einer Midrange-Karte so 200 Euro, 290 Euro, so in dem, oder ja, von 200 bis 300 Euro, so in dem Bereich, ob ich 4K-Gaming hinbekomme, habe ich mich auch gar nicht schlau gemacht bis jetzt. Ob man da wirklich, kommt Ende 2019 die PS5? Ja, Gerüchte, mal gucken. Bin echt mal gespannt. So, wir stöbern aber auch mal auf eBay. Und da will ich mal kurz was loswerden. Ich habe mir das Geld besser gespart. Ich habe auch diverse Händler angeschrieben bei eBay. Aber was das alles auf sich hat und warum ich Leute auf eBay anschreibe, das zeige ich euch jetzt mal. Denn einige wollen vielleicht ein bisschen den Euro sparen und gehen dort auf den Gebrauchtmarkt. Und da ist eBay zum Beispiel, ich will die Plattform jetzt schlecht reden, ja, eBay, ich liebe euch. Ihr seid toll. Dort guckt man natürlich, ob ich vielleicht eine günstige Grafikkarte bekomme. Da gibt es ja auch CPUs oder ähnliches, aber wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf Grafikkarten und wir schauen mal auf eBay, was gibt es denn so für 1060er Modelle, die ich kaufen könnte. So, ich gebe bei eBay einfach mal GTX 1060 ein und drücke einfach mal Enter. Und da gibt es natürlich diverse Leute, die halt hier ihre Karten gerade verkaufen. Vielleicht sind das noch irgendwelche alten Miner oder sowas, die die Dinger aus ihren Rigs rausgezogen haben. Schauen wir mal hier oben an, so 291 Euro, 25 Gebote, noch 4 Stunden. Hier Sofortkauf 219 Euro für eine 1060, 6 GB. Und dann auf einmal hier, Alter, 72,99. Das ist ein mega Schnäppchen. Eine GTX 1060 GDDR5, ist die 3 GB Variante, ja, okay. Aber hier der Unterschied zwischen 219 und 72 Euro, das ist doch ein Schnäppchen, oder? Jemand, der sich jetzt nicht wirklich auskennt und hier versucht, eine gebrauchte Karte zu kaufen, klickt natürlich erstmal hier rauf, weil einige Leute suchen ja auch dann nach Preise oder sowas, Sofortkauf und höchster Preis und niedriger Preis zuerst und gucken sich die ganzen Sachen an. Ja, das ist eine deutsche Fahne, so DHL, Deutsche Post. Das sieht doch alles eigentlich, na, da kaufe ich doch gleich zwei und pack sie ins SLI, weil ich habe ja hier, da, nee, gibt es da eigentlich nicht. Nee, haben sie nicht hier, das haben sie rausgeschnitten oder sowas. Da wäre eigentlich SLI möglich. Hat eine 1060 natürlich auch nicht. So, mehr sieht man jetzt auch nicht. Man sieht hier die Karte, wunderschön. Hier ist PCB auf der Rückseite. Wir haben hier ein VGA, ein DVI und ein HDMI. So, okay, VGA auf einer 1060. Für einen Laien vielleicht nicht direkt erkennbar. Da ist doch vielleicht irgendwas faul. Und wir sehen dann hier, wo haben wir Artikelstandort? Da, Artikelstandort Frankfurt, Deutschland. Also alles bis jetzt okay, ne? Versand nach Deutschland, alles cool. Scrollen hier mal runter, hier haben wir noch ein bisschen Schminki-Schminki und sowas. Noch ein paar Bilder hier, oh, wunderschön. Kommen wir jetzt zur Beschreibung, das ist eine GTX 1060, eine Desktop-Grafikkarte. Das kann man so schreiben, ne? Speicherbandbreite, pipapo. Haben wir hier schon mal einen ganz anderen Wert. Die Speicherfrequenz 3000 MHz, aber warte mal, wir haben doch hier oben ja, so 4104 MHz. Okay, vielleicht hat er sich auch verschrieben, ne? Kann ja passieren. Hat er verschrieben hier, vielleicht Copy-Paste von irgendeiner Seite. So, am GDDR5 und. Und dann kommen wir hier zum Hinweis. Und da bin ich echt zusammengebrochen. Da hat sich in mir drin alles verzogen. Ich mach's mal größer und wir können es mal zusammen durchlesen. Diese Grafikkarte wurde von GTX 5050 Ti 2 GB auf eine GTX 1060 3 GB aktualisiert. So, erstmal ist es totale Bullshit, weil der VRAM. Ja, also erstmal mit einem Patch oder mit einem BIOS-Update kann man keine Grafikkarte. Da verändert sich überhaupt nichts, außer dass da nicht mehr der 1050 Ti steht, sondern 1060 natürlich steht es im BIOS. Und im BIOS können wir auch faken, dass wir da 3 GB anstatt 2 GB steht. So. Je nach manueller Messung besteht ein Unterschied von 2-3%. Also wenn ich wirklich eine 1060 habe und die mit einer 550 vergleiche, ist da auf jeden Fall kein 2-3%iger Leistungsunterschied. Das ist auch schon mal sehr fragwürdig. Die GTX 550 Ti habe ich an meinem 50-Euro-Rechner gehabt und die habe ich für 24 Euro gekauft. Gebraucht natürlich. Ich denke mal, dass in dem Bereich, wo das liegt, angeblich an Frankfurt, da schauen wir auch gleich nochmal unten rein, wo das denn wirklich liegt. Bitte beachten Sie, dass geringfügige Farbunterschiede aufgrund von Licht und Bildschirm akzeptabel sein sollten. Von Licht und Bildschirm akzeptabel sein sollten, ja, okay. Er meint bestimmt die Fotos, die er gemacht hat von der Grafikkarte. Wegen des langen Versandes kann das Einzelteil während des Transportes Schaden verursachen. Also
Die Grafikkarte verursacht Schaden an dem Transport. Wenn das Einzelteilschaden, please, mit uns zuerst unmittelbar von dem, was steht hier, das Rücksende. Ich kann nicht weiter nach rechts. Da hat er wohl HTML, ach doch, das geht hier. Vor dem Rücksprecher in Verbindung treten. Komma, wir gehen wieder zurück. Hallo? Weiter zurück. Danke für Ihr Verständnis. So, erstmal habe ich überhaupt kein Verständnis, dass die Person das reinbringt. So, wir haben aber PayPal, sind wir natürlich mit Käuferschutz, aber Verkaufsbedingungen, 30 Tage Geld zurück. Ich denke mal nicht, dass wir unser Geld zurückkriegen. Hier haben wir irgendwelche Öffnungszeiten. Und dann haben wir hier unten, hi. Warte mal, Frankfurt. Savannah ist Frankfurt in Jungdinghau und ist hier Building 37. Punning, glaube ich, ist nicht in Frankfurt, oder? Ist das Frankfurt? War da noch nie. Guck mal hier. Ja, aber machen wir eine Route, ne? Ich hole die privat ab. Frankfurt ist ja nicht so weit. So, von Hamburg nach Frankfurt. Ja. Ach so, ja doch. Das ist schon. Ja. Sag gleich um die Ecke, ne? Aber um das mal kurz zu machen, es gibt nicht nur eBay hat solche Händler. Weil wenn man sich, wir können auch mal gucken, was er noch verkauft. Er hat ja sich hier 10.000 Bewertungen. Und ich habe mir die noch angeguckt. Es gibt mehrere davon. Man findet keine einzige positive Bewertung von den Grafikkarten. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Entweder, es hat keiner eine Bewertung abgegeben von den Grafikkarten. Entweder kauft das gerade keiner, wirklich. Aber es muss schon mal irgendwann einer gekauft haben. Weil ich bin wirklich die ganzen Bewertungen, man kann hier auch 200 angeben. Ich bin hier alles durchgegangen. Ich habe keine 1060 gefunden, die eine positive Bewertung hat. Und dieser Mensch hier, oder der Verkäufer besser gesagt, hatte auch nur 4 negative Bewertungen in den letzten 30 Tagen. Und hier ist nichts. Wenn ich die Grafikkarte bekomme und merke, dass das keine 1060 ist, dann würde ich den hier zu sagen, Alter, du machst Scam. Ich denke mal aber, dass eBay da vielleicht was sagt oder dass er das dann eBay meldet, den Kommentar, und dass eBay das dann löscht, weil das ja, ich bin jetzt auf der rechtlichen Seite nicht so wirklich schlau oder was das angeht, aber ich glaube, er kann sagen, Alter, das ist rufschädigend. Kannst du bitte diesen Kommentar hier rausnehmen. Witzig ist, ich habe ungefähr 20 dieser Händler angeschrieben, dass ich mich sehr stark für diese Grafikkarte interessiere, dass die recht günstig ist, und habe auch gefragt, um welchen Hersteller das ist und ob oben die Megahertz-Zahl stimmt, weil sie unten anders steht. Ich habe von keinem einzigen eine Rückmeldung bekommen. Also die Leute, die das verkaufen, die wissen auch, dass sie da wirklich Scheiße verkaufen. Und das ist nur ein kleiner Reminder an euch. Da draußen gibt es sehr, 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 sehr viele Fake-Karten. Und wenn ihr euch eine gebrauchte Karte kauft, dann benutzt GPU-Z, die neueste Version. Und dort kann, oder GPU-Z checkt das BIOS mit der Grafikkarte und zeigt euch dann wirklich an, ey, ihr habt vielleicht hier Scheiße gekauft. Dann ist die andere Frage noch, okay, vielleicht kann ich mit dem Händler noch reden, vielleicht kann ich sie wieder zurückschicken, vielleicht hat er ein bisschen Angst, dass ich vielleicht irgendwie die rechte Keule dann halt raushole. Geht vielleicht im deutschen Bereich, im EU-Bereich. Aber ich glaube nicht, dass wenn hier Mr. Jungding irgendwo in China hockt, dass ich meine 72,99 irgendwann mal wiedersehe. PayPal wird das, glaube ich, irgendwann mal sperren. Dann gibt man ja diesen Käuferfall. Ich glaube, dass der Typ sich so hin und her biegt. Ich soll mir gönnen. Was soll ich kaufen? Ich glaube, dass der Typ sich so hin und her biegt, dass PayPal irgendwann das Geld auch wieder freischaufelt und dass man eigentlich auf den 72,99 sitzt. Kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ich will es auch ehrlich nicht testen. 72 Euro sind mir eigentlich zu viel Geld. Vielleicht kann man das mal mit einer 20er machen. Ich glaube, die GTX 79, da gibt es auch 1 Milliarde Fakes, die hier im Umlauf sind. Oder es ist nicht mehr lukrativ. Doch da hier 51 Euro. Da haben wir schon den nächsten. Man muss nicht lange suchen, das ist einfach frech. Und das Geile ist, man kann ja auch bei eBay, es ist jetzt wirklich kein Hate an eBay oder sowas, ne? Ich kann ja hier nur auf Deutschland. Versand oder Standort Deutschland. So, ich wette mit dir oder mit euch, ihr Freunde, dass wir, guck mal, hier geht's. Da war der andere schlauer, weil der hat nämlich seinen Artikelstandort in Frankfurt angegeben. Da wird das aber auch nie im Leben, wird das da verschickt. Das kann ich jetzt schon verraten. Guck mal, die sind alle blöd hier mit den 79ern. Guck mal hier, könnt ihr noch eine Bremsscheibe kaufen. Bremsklötze. GTX 79 Bremsklötze. Können auch zwei Platten da an die Reifen knallen. Nee, also hier nicht. Gut, aber hat er hier einen Artikelstand dann auch nicht? Ja, hier, guck mal, hier Artikelstand in Hongkong, Hongkong.
sind dann auch nochmal, Preisvorschlag kann ich auch senden. Ich kriege die bestimmt für 45 Euro. Aber das Geld ist mir wirklich zu schade. Wir können mal hier in die Videobeschreibung gucken, das interessiert mich mal. Hier schön mit, was ist das? Das ist doch Baby. Als wenn wir eine Windel kaufen. Gehen wir weiter runter. Dann gibt es eine CD noch, wunderschön. Das ist natürlich auch alles Gaming hier. Hammer, Alter. Super, richtig geil. Schöne Bilder. Ja, umso mehr hier. Ach, guck mal hier. Er hat da sogar von GPUZ, ich mache ein bisschen kleiner, hat er sogar hier das Bild hochgeladen. So, ab hier müsste es schon brennen bei euch. Ja, mit 79, hat 3,5, 3500 Megabyte und nicht 2. Also hier haben wir auch ein Fake. Ich weiß nicht, wie alt das Bild ist, noch uralte Treiber hier. 388. Und ja, von 2017 November. Ich denke mal, dass das Bild da gemacht hat. Vielleicht passiert auch nichts. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall hier sieht man schon, das ist Fake. Das ist keine 79, das ist einfach ein BIOS, was geflasht ist. Das BIOS sagt, das ist eine 79, aber da steckt bestimmt auch irgendwie eine 550 oder eine GT irgendwie hinter. Aber der schreibt noch nicht mal, dass es wirklich ein Upgrade ist von irgendwas auf irgendwas. Not Payments und ja, über uns. So, wenn ihr nämlich eine Grafikkarte kauft, eine gebrauchte, dann mein kleiner Tipp an euch, bevor ihr auf solche Scammer reinfallt, kauft bitte. Ihr könnt bei eBay kaufen, ich habe da auch schon mal eine Grafikkarte gekauft, aber ja, es ist nicht wirklich schwierig. Ein Preis natürlich, 50 Euro. Ist man gewillt, dann irgendwie mal auszugeben. Aber hier gibt es immer so einen kleinen Kopf. Verkäufer kontaktieren. Rate ich jeden, bevor ihr irgendwas bei eBay kauft, was Technik ist, fragt. Ja, wir hatten auch jetzt im Forum hier bei uns, wo eine 1080 Ti verkauft worden ist und am Ende kam eine 1080 an. Auch da wurden falsche Bilder oder sowas geschickt. Könnt ihr mal im Forum in dem Technik-Talk nochmal nachlesen. Dort ist auch jemand drauf reingefallen. Wir haben auch schon hier, und das geht jetzt für neue Hardware, so ein kleiner Tipp, wenn man sich neue Hardware kauft, lasst die Finger von eBay. Von Amazon, sorry. Kauft bitte keine Hardware bei Amazon. Es gibt manchmal wirklich geile Angebote, auch bei so Festplatten und sowas. Aber wenn ihr euch wirklich einen ganzen Rechner zusammenbaut, guckt irgendwie, ob ihr bei irgendwelchen großen Händlern dort eure Hardware kauft. Das sind manchmal Preisunterschiede, außer das sind jetzt so Black Friday-Sachen, die dann so 5, 6 Euro sind. Am Ende sind es dann vielleicht 50 Euro, die ihr gespart habt, indem ihr dann bei Amazon alles eingekauft habt. Aber ihr kriegt es von verschiedenen Händlern. Ihr wisst nicht, wo der Händler sitzt. Und bei Amazon ich liebe euch auch, ne? Bei Amazon gibt es auch Händler, die halt irgendwie aus Hongkong verschicken. Und dort haben wir auch schon hier gehabt, hat sich jemand eine SSD gekauft. Kam natürlich die Hülle, aber die SSD war nicht drin. Ne? Und sowas hört man häufiger. Es gibt halt Fake-Händler, Arbeitsspeicher, da kamen dann halt andere an, DDR2 oder DDR3 anstatt DDR4. Sucht euch wirklich, auch wenn ihr 2, 3 Euro, 4 Euro mehr ausgibt, ihr seid dann wirklich bei dem Großhändler auch, die tun euch auch nichts dann, die sind alle lieb zu euch und die nehmen auch Sachen dann zurück, wenn es halt irgendwie kaputt ist oder sowas. Und bei Amazon ist es einfach ein Hassel, wenn es nicht direkt über Amazon läuft, sondern über einen anderen Händler, dort wieder dann halt eure Sachen zurückzubekommen. Also da aufpassen, es gibt so viele Fake-Grafikkarten. Wenn ihr gerade wirklich denkt, ich kaufe mir jetzt mal eine günstige 79 oder eine 1060 und sehe dann 70 Euro, lasst die Finger bitte davon. Fallt bitte nicht drauf rein. Ich wollte mir erstmal eine kaufen und gucken, was die Dinger noch so können oder was man damit machen kann. Aber ich sehe es nicht ein, den Typen mir 72,99 € in den Rachen zu schieben. Dafür ist das Geld mir zu schade. Dafür gehe ich lieber das nächste Mal auf ein Community-Treffen, zahle ich 72,99 € lieber in den Pott und dann trinken wir da schön für eine Apfelschorle oder ähnliches. Aber bitte lasst die Finger davon. Bitte, bitte, bitte. Kauft bei irgendwelchen Großhändlern Hardware, Neuhardware und bei eBay bitte vorher immer den Händler anschreiben. Man sieht so viele Sachen, was Fake und sowas, wo die Leute wirklich übers Ohr gehauen werden und hingehalten werden, bis irgendwann. Macht mich innerlich traurig. Aber sowas gibt es leider da draußen im Internet und genau. Passt auf jeden Fall da auf. Und immer verhüten. Na? Hat jetzt nichts mit Grafikkarten zu tun, aber es ist auch so ein kleiner privater Tipp. So. Damit bleiben wir jetzt erstmal kurz in den Chat. Ich habe eine 1050 Ti bei Amazon gekauft und keine Probleme. Genau, es muss nicht immer passieren. Es kann aber passieren, neue Hardware
kann dort mal passieren. Aber du kannst ja mal Hideo Koyama Moto 94 mit GPU-Z gucken, ob deine 1050 Ti auch wirklich eine 1050 Ti ist. Aber ich denke mal, wenn du damit regelmäßig zockst, dann wird es dir auch auffallen, weil die BIOS, die da drauf geflasht sind, sind ja, es ist ja eigentlich so gesehen eine 550. Und wenn ich damit ein DirectX 12 Spiel spielen möchte, was ja die 1060 unterstützt, dann wird da die schon abschmieren, ja. So, was René sagt, will, kauft bei Amazon über den RPT Reflink. Genau. Kauft eure 1080, 2080 Ti immer über den Reflink natürlich. Kappa. Alles andere dann bitte bei dem Großherstellern. Nein. Ihr könnt bei Amazon sogar auch den Händler anschreiben und gucken, ob ihr eine Rückmeldung bekommt. Leute, die wirklich da keine Scammer sind oder wenn ihr vernünftiges Deutsch zurückbekommt, dann ist es auch. Aber ihr müsst wirklich aufpassen, es gibt so viele Betrügerfälle, die sich auch, ihr müsst nur bei Amazon, ja, ihr müsst ja nur bei Verkaufsplattformen gucken, ob die Bewertungen und dann bei den Bewertungen, in welchen Zeiträumen sie gemacht worden sind. Manchmal sind da so 30 Bewertungen, die am gleichen Tag gekommen sind. Ups. Und da seht ihr dann schon, okay, ja, da hat er vielleicht im Internetcafé nebenan ein paar Leuten ein bisschen Euro in die Hand gedrückt und dann haben die einfach mal 30 Rezensionen geschrieben. Einfach immer mal drauf achten. Ein bisschen mehr Zeit investieren, bevor man halt kauft. Weil 72,90, 1060, wenn man sich da nicht auskennt oder sowas, da fällt man sehr, sehr schnell drauf rein. Das ist leider so. Ah, guck mal, du hast ja Hideo Koyama Moto 94, hat sie mit GPU-Z ausgelesen und die mit der Nvidia-Seite verglichen. Das ist sehr gut, dann bist du auf der sicheren Seite und hast auch eine 1050 Ti. Das ist eine sehr schöne Grafikkarte, mit der man alle möglichen E-Sport-Titel und ähnliches gut zocken kann. Auch Battlefield 5, denke ich mal, läuft super mit. Und ist eine schöne Karte, mit der man alles schön spielen kann eigentlich. Kann man sich einen guten Überblick verschaffen über aktuelle Peripherie? Was haben wir noch? Amazon ist total egal, was da ankommt. Genau, Amazon ist ja eigentlich so gesehen nur ein Zwischenhändler. Das ist ja wie bei eBay. Die geben euch die Plattform zum Einkaufen und es liegt ja nicht alles bei Amazon im Lager, sondern ich könnte ja auch bei Amazon was verkaufen. Irgendwie ein Spiel oder meine alte Grafikkarte. Könnte ich alles bei Amazon reinhauen. Und bin dann so gesehen ja auch da Händler dann. Ja. Das hat man auch sehr häufig. PC, den du gebaut hast für 200 oder so. Mein PC? 50 Euro? Ja, den 50-Euro-PC, den verkaufen wir für 200. Ja, den können wir für 200 Euro verkaufen bei Amazon. Da mache ich dann auch noch ein neues BIOS auf die 5050, mal 1060. Das läuft dann alles. Können wir richtig viel Kohle rausholen. Genau, oder man geht einfach zum Mediamarkt rein da und ein CPU kaufen. Genau, Mediamarkt oder Händler, die so nebenan sind. Aber es gibt da auch richtige Hardware-Händler, natürlich. Die nehmen natürlich auch immer ein bisschen mehr Geld dann ab und zu mal. Aber wenn man nur eine CPU braucht oder ein Teil, natürlich ist Mediamarkt, Saturn oder ähnliches. Der kleine PC-Händler nebenan, die sollte man auch mal unterstützen. Ich bin aber eher ein Fan, wenn ich mir einen kompletten neuen PC kaufe, wo ich von A bis Z alles kaufe, dass ich es wirklich bei einem Händler dann besorge. Und da ist am Mediamarkt dann ein bisschen schwierig. Da fehlt mir dann vielleicht ein bestimmter RAM-Baustein, den ich dann unbedingt haben will, oder Mainboard, was sie dann nicht auf Lager haben. Ist mal eine andere Sache. Aber natürlich, wenn man CPU abbraucht oder meine Grafikkarte und ich brauche mal irgendwie was und die haben es gerade da, natürlich, dann geht natürlich auch der Schritt zu dem nächsten Fachmarkt und dort kann man dann auch sein Geld da lassen. Da wird man auch nicht beschissen, ne? Das ist auch schön da. Otternet ist eine gute Größe, Händler. Ja, ich will jetzt hier nicht Werbung für irgendwelche großen Händler machen. Ihr könnt euch ja bei mir melden, ne? Ihr da draußen mit A anfangen oder M anfangen oder C anfangen. Na, dann können wir drüber reden. Oder auch Hersteller wie M oder A oder G. Wen haben wir noch? Da habe ich schon eigentlich alle gesagt, oder? Oder RAM-Hersteller, die mit G anfangen oder mit S anfangen oder mit C anfangen oder mit K anfangen. Ja. Schickt mir eure Peripherie und dann packe ich die hier aus. Ja, Aldi macht ja auch super Sachen. Auch die neuen Laptops jetzt, die wir auch von Razer bekommen haben, jetzt mal Hashtag keine Werbung, sind eigentlich gut verbaut. Mittlerweile hat man eigentlich eine vernünftige 1060 in fast den neuen Laptops allen drin und kann damit eigentlich vernünftig auch zocken. Das ist alles so winzig geworden. René, Kostenvoranschlag, ganzer PC 50 Euro inklusive Netzteil.
Ja, es wird schwierig. Kriege ich leider nicht zusammen. Heute bist du in der Straße. Okay, wir haben jetzt noch 30 Minuten. Entweder, keine Ahnung, machen wir noch irgendwas mit Hardware-technisch oder ich mache jetzt irgendein Spiel an. Ich könnte Magic anmachen, da habe ich mir gerade ein neues Deck gebaut. Da habe ich mir ein Control-Deck gebaut, ein blaues. Ich weiß nicht, haben wir hier Magic-Freunde unter uns? Vielleicht wollt ihr mal wirklich jemanden sehen, der von Magic Ahnung hat und der Magic dann auch vernünftig zockt. Ich kann auch Magic Hardware, Magic, 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 zock los, zockt Magic. Okay, wir laden Magic runter. Dann kann ich meine Dailies machen, muss ich nicht zu Hause machen. Kann ich zu Hause wieder schön Fernsehen gucken. Da will einer will Slay the Spire. Das machen wir nächstes Mal. Da will ich auch die Integration wieder machen, dass ihr da mitmacht. Magic Arena. Genau. Für Leute, die auch Magic Arena zocken da draußen, gibt es einen kleinen Tipp von mir, nämlich Magic Arena, wie heißt das, Stats? Magic, irgendwas mit Pro war das. Magic Arena.pro. Da. Ja, herein. Hi Dennis. Ja. Da hast du Magic gehört. Magic Arena.pro. Da gibt es ein kleines Tool, das trackt eure ganzen Sachen und eure Decks und auch die Decks von den Gegnern, die ihr habt. Dementsprechend könnt ihr dann auch Sachen bauen oder mit dem Side-Deck besser umgehen, dass ihr ein besseres Side-Deck dann für den Gegner baut oder für irgendwelche Decks, die dann hier rumschwirren. Ihr könnt auch gucken, welche Decks gerade in der Meta so unterwegs sind. Da ist eine Funke, die kannst du benutzen, wenn du die haben möchtest. Will ich nur kurz was fragen? Ja. Hier gibt es Community-Decks und ähnliches. Ihr könnt auch mein Deck mal angucken und vielleicht noch ein paar Tipps in die Kommentare da unterschreiben. Aber genau, dann könnt ihr auch die Kosten und sowas, ob ihr die Karten habt oder ob ihr noch welche craften müsst und ähnliches. Also, mtgarena.pro auf jeden Fall für die Leute, die es spielen. Lasst eure ganzen Sachen tracken und vergleicht eure Decks hier, ob ihr noch irgendwas besser machen könnt oder nicht. Okay, check ich ab. Kenn ich gar nicht. Aber was viel wichtiger ist, mein PC ist kaputt jetzt. Ich bin Freitag nach Hause und ich glaube, ich hatte immer Fastboot eingestellt. Das kennst du, ne? Dass er die Speicher am Anfang nicht testet. Ja. Und dafür bootet er aber immer schneller. Und ich glaube, der ist letztens einmal abgestürzt und das BIOS hat sich resettet und jetzt hat er nicht mehr Fastboot drin. Das heißt, er testet neuerdings den Speicher. Das dauert. Und jetzt bootet er aber nicht mehr. Weil der Speicher, glaube ich, kaputt ist. Und dann habe ich den sauber gemacht. Und ich glaube, ich war ein bisschen grob. Auf jeden Fall funktioniert er jetzt gar nicht mehr. Also ich habe ihn dann noch einmal zum Laufen gekriegt. Habe World of Tanks gespielt. Er ist mitten im Spiel gecrashed und jetzt geht er gar nicht mehr an. Also ich kriege kein Bild. Er geht an, du hörst ihn noch. Aber nicht dein Rechner hier? Nicht nee, Hause. Nicht der. Nee, doch, also mein privater. Ah, da war doch auch die Cola drin schon, oder? Das war letztes Jahr. Achso. Das ist der, also da habe ich ja den neuen Kram gekauft. Und ja. Und jetzt haben wir einen PC, wo ich den du mir mitgeben kannst, wo ich die einzelnen Komponenten einmal alle austauschen kann? Ja. Also ich würde mit RAM anfangen oder sowas. Müssen wir nachher mal gucken. Hast du da Zeit für mich? Ich habe mal einen 50-Euro-PC, den kannst du gerne. Nee, nicht so einen 50-Euro-PC. Ich brauche auf jeden Fall einen, der verwandt ist mit meinem. Ich habe genug Hardware, die du ausprobieren kannst. Super gut. Super, super gut. Nee, danke, mehr wollte ich gar nicht. Ja. Willst du Magic zugucken, wie ich richtig abrock? Ich habe 70% Winrate mit meinem Control-Deck. Wie online 70% Winrate? Mhm. Im Ernst? Ja. Bei wie viel Spielen? Ich habe jetzt 34. Okay, das ist schon eine Nummer. Mehr schon. Ja. Ihr könnt mich auch suchen bei Magic. mgtarena.pro. Ramisotti heiße ich da. Da habe ich zwei Decks auch offen. Ich habe ein Goblin-Aggro-Deck gebaut. Das kommt aber noch nicht so raus. Da habe ich nur 50%ige Winrate gerade. Aber mit meinem Blue-Control-Deck, das läuft. Das ist aber nicht das neue Magic, oder ist es das? Doch. Das ist das neue. Das sieht aber anders aus. Achso, ich kenne nur die Beta, glaube ich. Genau, ist ja mittlerweile jetzt schon. Ja. Ist immer noch Beta. Hast du da Geld schon reingesteckt? Ja, aber weniger als im echten Magic. Naja, okay. In der kurzen Zeit wäre das auch erstaunlich gewesen. Wie viel hast du reingesteckt? Kannst du das ungefähr? Ach, vielleicht so $29 oder so. Ah, okay. Ich finde ja schön, dass man US und Euro auswählen darf. Dann zahlt man ein bisschen weniger, wenn du US auswählst. Weil dann kommst du bei den Umrechner dann rein. Bei PayPal. Ja, das finde ich auch bei AliExpress super, wenn du da einen Dollar dann bezahlst. In German. Spielst du jetzt dein Control-Deck? Ja, ich wollte es jetzt spielen. Aber warum soll ich mich hier nur anmelden? Jetzt wissen alle, wie alt ich bin. Pass mal auf. Ich bin zarte 26 Jahre. Ah. Ist doch scheißegal, was du da... Ich mache immer sip, sip, sip. Genau. Ja, okay, jetzt bist du 12. Das weiß ich, jetzt bist du 12. Vielleicht kannst du denn die coolen Karten noch nicht. Vielleicht sind einige Bilder dann zensiert. Wusstest du, dass einige aus der ersten Edition zensiert wurden mit
mit Pentagramm und so. Unholy Strength, kennst du das, ne? Ich kenne diese ganze Chose bei den Yu-Gi-Oh!-Karten, dass dort freizügige Zauberinnen und sowas dann halt in den deutschen Versionen übermalt wurden. Echt? Das nehmen keinen Ausschnitt oder haben längere Hosen dann an. Das ist ja lame. Das heißt, da hast du richtig einen Grund, denn das Original zu spielen in Englisch, weil du da den Bubis siehst, oder wie? Naja, nicht richtig Bubis, aber ein Schlitz. Ach komm, ich bin in Dänemark, was soll denn das? Ich will mich anmelden. Da. Ist das dein 50-Euro-Rechner schon wieder? Nee, das ist was. Der ist ein bisschen mehr wert. Da kostet die Karte ja schon 700. Mir ist gestern auch ein M&M hier reingefallen. In den ich habe auf der Grafikkarte drei Lüfter und der ist ja gerade offen. Und mir ist einer runtergefallen, genau in den Lüfter gebounced. Und dann zum Glück nicht durch und es ist geschreddert, sondern abgeprallt und weiter. Ja, mir ist heute der Salat in den Rechner gefallen. Salat? Ja. Ich glaube, wenn ich mir das Video angucke. Oh, guck mal, krieg ich ein neues Deck. So. Wir spielen mal, ich spiele einfach normale Spiele, kein Ladder-Kram und ich habe hier mein Control-Deck. Willst du das einmal kurz zeigen? Ich würde das. Oder. Willst du reingucken? Ja, nee, wir können auch direkt beim Spielen reingucken. Warum? So, ja, ist witzig. Ist Mono Blue. Jetzt kann ich nicht mehr abbrechen drücken. Aber gut, dass du Windows aktiviert hast, recht unten. Ja, das ist ja mein Testrechner. Ah, okay. Das lohnt sich ja nicht, da eine Lizenz reinzuknallen. Nö. So, ich habe ein anderes Bild. Okay, also Starthand. Ich weiß nicht, ob Magic-Leute. Ich glaube, jeder kennt Magic mittlerweile, oder? Ich glaube, selbst wenn nicht, du kannst es nicht einfach so in einer Runde erklären. Genau. Also, wir haben hier Mana, das sind Länder. Ich spiele hier nur Blau. Blau ist eher so Kontrolle. Ich kann auch Monster übernehmen und sowas, aber das sind andere Decks. Und man kann am Anfang sagen, okay, ich will meine Starthand mit 7 Karten hier wählen. Ich kann auch einen Mulligan spielen, dann muss ich eine Karte abschmeißen und kann dementsprechend mir noch eine Karte angucken, kann entscheiden, ob ich die nehme oder die unten hineinschiebe. Und ich spiele jetzt hier ein Control-Deck, das heißt, ich will so viele Karten verhindern, die mein Gegner eigentlich jetzt spielen will. Das heißt, ich kann ihn hier mit verschiedenen Zaubersprüchen und sowas Karten wieder auf die Hand bouncen, ich kann Monster auf die Hand bouncen, ich kann Monster tappen von ihnen, um dann mit meinen Viechern rüberzukommen. Ich dachte, und du meinst mit Control-Deck, dass du so mit Control-Magic spielst und so weiter, die Kontrolle der Kreaturen übernehmen. Ja, aber das zählt, glaube ich, auch zu Control-Deck. Okay. Ja. Also Countern viel, Counter-Deck. Genau, Countern, ja. Und jetzt wartest du? Ja, er kann irgendwas machen anscheinend. Eigentlich nur ein Land spielen und ich weiß nicht, was er jetzt macht. Er wartet einfach. Wir können aber auch gleich mal irgendjemand, der Bock hat, gegeneinander zocken oder so. Okay, er spielt auch anscheinend blau. So, ich habe hier schon Zauber, das ist gar nicht so schlecht. Ich habe hier auch einen Zauberer draußen. Große Frage ist, er hat Mana offen. Okay, er könnte mir jetzt jetzt was countern. Ich weiß nicht, ob er ein Control-Deck spielt. Spielt ich jetzt auf. Ja, ich werde einfach mal spielen. Das ist ein kleiner Buff. Damit kann ich mein Vieh buffen und ich glaube, er wird es mir jetzt wegballern. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Mit der Karte kann er mir die Karte zerstören, außer ich zahle 2 Mana. Er spielt auch ein Control-Deck, das wird richtig witzig dann. Wäre meine Karte durchgekommen, hätte die andere Figur oder mein Monster jetzt +1/+1 und immer wenn sie angreift, kann ich eine Karte ziehen. Ist dann ganz nett. So, ich kann jetzt einfach angreifen, gehen wir in die Angriffsphase. Magic ist ein bisschen komplizierter als Hearthstone oder ähnliches, weil du immer wieder auf Zauber regeln kannst. Ja, er spielt auch. Das ist natürlich super. So, 3 Länder. Gibt ein paar mehr Möglichkeiten da einfach auch, ne? Genau. Man sieht auch hier jetzt 1-2. Hier wird auch das Leben, ist das hintere, vorderste die Angriffskraft. Wie anders bei Hearthstone wird hier nach der Ende der Runde, nach der Phasenrundenende, wenn die Phase durch ist. Am Ende der Phase, oder? Genau. Dann wird das natürlich wieder auf 2 hochgehoben, also der heilt sich. So, er hat kein Mana offen, das heißt, ich kann jetzt meine Karte spielen. Ist ganz schön klein, was da drauf steht. Ich habe Schwierigkeiten, das zu lesen. Der Bildschirm ist ja 3 Meter weg. Oha. Ja. Und die Karte könnte ich spielen, kann ich 2 Zauber machen. Ich habe hier aber noch einen Counter, den würde ich gerne behalten. Und werde jetzt erstmal nicht angreifen. Denn wenn er angreift, kann ich die blocken. Kann die nicht fliegen? Okay, er hat mir sie zerschossen. Wie hat er das denn gemacht? Hä, hast du das jetzt gerade kapiert? Guck doch mal in seinem Friedhof rechts oben, müsste doch die Karte nicht liegen. Er hat nur eine Karte drin. Neutralisiere einen nicht. Ja, aber damit hat er mir die andere schon zerschossen. Die hier. Okay, dann weiß ich auch nicht. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie er das gerade gemacht hat, aber ja, ich. Das Enchantment hat er kaputt gemacht, oder? Ja. Habe ich irgendwas verpasst? Ich guck mal in den Chat. Gespielt. Du musst angreifen mit der Verzauberung. Steht das da drauf, dass wenn du nicht angreifst? Nee, wenn ich nicht angreife. Ich kann sie damit equippen. Wenn ich angreife, Kampfschaden zufügen kann. So. Nicht mit mindestens einer Kreatur angegriffen hast, opfere die zwanghafte Neugier. Ach so. Okay. Ja, der letzte Absatz ist auch wichtig, ne? Das glaubt man manchmal nicht. Das hatte ich nie gemacht. Ich sag ja, viel zu klein alles, was da drauf steht. Na gut.
Jetzt hat er zwei von den Dingern, das ist Hellsicht, der kann sich immer eine Karte jetzt angucken und entscheiden, ob er die jetzt oben aufs Deck packt oder ob er sie unter das Deck reinpackt. Ja, sieht gerade nicht so gut aus. Ich könnte zu Zweier spielen, ein bisschen Druck machen. Damit bounce ich ihn jetzt die hier einfach auf seine Hand zurück. Mit dem Magier hier. Und ja, kann angreifen. Dadurch, dass die Kreatur getappt ist, kann er damit nicht blocken. Und ich habe schon zwei Schaden gemacht. Wunderschön. Okay. Du, René, ich würde hier nochmal rüber düsen, hab noch ein paar Sachen. Ja, mach das. Lass uns nachher mal schnacken, wie mein PC bitte ist. Ist es nicht hellsicht? Mildly wichtig. Okay, bis später. Ja, ich gebe dir dann Hardware. Ich bin hier auch in einer halben Stunde durch. So, ja, ich kann da nichts machen. Hallo? Achso, er macht noch was. Ich habe nichts zum Blocken, weil die beiden fliegen hier. So, ich könnte nicht angreifen, doch ich könnte bouncen, aber ich habe, glaube ich, ja, ein Mana zu wenig dafür. Ja, er hat zwei Mana offen, er könnte sie mir jetzt auch kaputt hauen, weil ich ein Mana zu wenig habe. Ja, das macht er jetzt auch. Ist natürlich dumm, wenn man genau einen Gegner hat. Scheiß drauf, ich greife an. Der halt genau das gleiche spielt. So, er wird mir die jetzt zerschießen, ist mir aber Latte. Das ist Magic Arena. Ja, ich glaube hier nicht mehr an das Herz der Karten. Er hätte jetzt schon seinen scheiß Djinn draußen. Und ich habe einfach zu früh gespielt. So, da schaut sich jetzt die Karten hier an. Wie heißt das hier? Überwachen. Schau dir die obersten Karten deiner Bibliothek an. Du kannst sie auf deinen Friedhof legen. Ach stimmt, okay, das ist was anderes. Ja. Er kann entscheiden, will ich sie oben rauflegen oder brauche ich sie nicht. Und dann legt er sie halt auf dem Friedhof ab. So, ich habe jetzt ein Problem. Ich ziehe jetzt hier keine richtigen Kreaturen. Könnte jetzt einfach das hier spielen, dann ziehe ich nochmal zwei Karten. Ich habe einfach zu wenig Mana. Kann es auch nicht wirklich was countern. Es sieht nicht gut aus. Ich muss jetzt eine Karte abschmeißen. Werde ich mit der hier machen und ich bewahre mir die beiden Karten jetzt hier auf. Ja, es wird jetzt schwierig. Ich werde jetzt nicht angreifen. Er wird jetzt eh gleich angreifen. Und ich kann dagegen auch wirklich gerade nichts machen. So, jetzt seine beiden Fliegenden. Mit denen kommt er sowieso durch. Und dann könnte ich hier den 6-4er blocken. Oder auch. Ach, der fliegt ja auch. Das ist ja dieser dumme Djinn. Ja. Der Djinn kriegt vorne das, was er an Ländern draußen hat. Und ja. Da wird nichts mehr viel rumkommen, denn ich bin nächste Runde jetzt nämlich tot. Er ist jetzt hier noch in der Phase drin und ich kann aufgeben. Das war's. Das ist Magic. Manchmal ein Pech, manchmal nicht. So läuft das Ganze. Und ja, das ganze Rangsystem finde ich auch ein bisschen für den Arsch. Man verliert mehr, als man eigentlich dazu gewinnt. Jetzt hat man hier ein neues Deck bekommen. Aber das gucke ich mir später in Ruhe an. Rote Zaubersprüche, gut. Gut, spielen wir nochmal. Kann er mal passieren. Wir können gleich mal gegeneinander spielen, wenn einer vielleicht... Ja, heute ist nicht 70%. Ja, von 100 Games immer noch. Ihr könnt ja bei mgarena.pro gucken. Da steht meine Win-Chance mit dem Deck. So, mal gucken, was haben wir hier. Ich habe ein bisschen wenig Mana auf der Hand. Habe aber hier eine Kreatur. Boah, ist schwierig. Ich spiel's einfach mal. Mal gucken. Das Spiel gibt's noch nicht für Handy. Ich hab jetzt nur gesehen, dass es für einen PC gibt. Ich spiel das einfach jetzt mal. Mal gucken, ob ich Glück hab mit dem Herz der Karten. Ich brauche eigentlich nur Mana und er spielt rot. Okay, das geht sogar. Spiel meine kleine Nebelelfe oder was es hier auch sein soll, Nebelmeervolkkriegerin. Die kann nicht geblockt werden, weil die halt im Nebel ist. Ja, das ist klar. So, er hat einen blauen Mana über. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, der spielt eher auf was anderes. Deswegen wird er mir, glaube ich, die jetzt hier nicht wegknallen. Und diesmal greife ich auch an. Ich habe ja dazugelernt.
Ja. Na. Er hat auf jeden Fall irgendwas, was er verhindern kann. Vielleicht hat er irgendwas zum Aufblitzen. So. Das ging durch und ich greife jetzt damit an. Die Karte ist 2-2. Er kann sie nicht blocken, hat keine Kreaturen drauf. Okay, er kann sie mir einfach zerfisseln. Aber das ist eine gute Frage. Funktioniert das? Ja, das funktioniert. Ich habe die Karte hier gespielt. Die macht die Kreatur zu einer 0-3er und fluchresistent bis zum Ende des Zuges. Damit habe ich ihn jetzt seinen Zauber. Habe ich ihn entzaubert. Und ich kann jetzt hier eine Karte ziehen. Und dann geht's zur nächsten Runde. Ich ziehe genug Mana, das ist schön. Hätte jetzt gerne noch. Am liebsten noch ein Land. Ich werde jetzt diese Runde nicht eine Karte spielen, da ich hier die 3 Mana brauche für irgendwelche Sachen, die er spielen möchte. Damit kann ich dann Zauber blocken oder irgendwie eine Kreatur, die er rausspielt. Werde ich einfach nur angreifen und eine neue Karte ziehen. Und am Ende der Runde werde ich auch nichts spielen. Und einfach mal gucken, was er so macht. So, wird hier eine kleine Kreatur, ich bin eine 2-1er. Die lasse ich aber raus, vor der habe ich keine Angst. Er kann dafür 5 Mana zahlen, 2 blaue und 3 farblose. Und kann damit dann 2 Karten ziehen. Das darf er ruhig von mir aus machen, denn ich habe jetzt leider immer noch einen zu wenig. Ich muss noch eine Runde warten, ich werde jetzt auch nicht angreifen. Und könnte die dann spielen? Nee. Da ich keinen Zauberer habe, kostet die Karte noch 3. Wenn ich einen Zauberer auf dem Feld habe, kostet die Karte nur 2. Dazu habe ich aber zu wenig Mana und ich habe keinen Bock, dass er mir jetzt gleich irgendwas Fettes da aufs Schlachtfeld bringt. Deswegen einfach angreifen, Karte ziehen und mal gucken, was er so macht. Okay, noch ein Mehrvolk. Ja, dann gehe ich in die Runde. Dann beende ich die Runde. Meine Angriffsphase, meine. Wie heißt das Ganze am Ende? Ja, mein Dude ist unblockbar. Ich greife die ganze Zeit an. Die 2 Schaden, die er mir jetzt reinknüppelt, ist mir auch egal. So, jetzt kommt er hier mit so einem Scheiß. Das habe ich mir schon gedacht. Die Karte ist ein bisschen eklig. Immer wenn er irgendwie spontan Zauber und Hexe reinspielt, kriegt sie vorne mehr. Das blocken wir jetzt sein komplettes Mana oben gespielt. Das heißt, er kann diese Karte jetzt nicht blocken. Mein Zauberspruch. Und damit werde ich ihn gut abfacken. Und er greift mich jetzt, denke ich mal, mit seiner kleinen 2 Eiern an. Kann er ruhig machen, 2 Schaden. Sind mir da egal. So. Komm in die Blockphase, kann ich blocken, nimm den Schaden. Und wir werden jetzt nämlich wunderschön noch ein Land legen. Ich habe auch nichts mehr zum Blocken. Nee, auch da leider nicht. Wir ziehen ja gleich noch eine Karte. Da werden wir 2. Ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen Druck zu machen. Dann habe ich den 5-4er draußen und werde jetzt mit meiner Kreatur angreifen. Die kann nicht, die ist immer einsatzverzögert. Kann immer erst eine Runde später angreifen. Werde nochmal eine Karte ziehen. Vielleicht habe ich jetzt Glück und ziehe sogar eine jetzt um einen Zauber. Nee, kann ich nicht. Aber eine Karte mit Aufblitzen, ein Mehrvolk Zauberer 2-2. Den spiele ich aber jetzt nicht. Ich will jetzt eigentlich ja ein bisschen ihn faken, sagen, ey, ich habe noch 2 Mana offen, ich könnte vielleicht noch irgendwas von dir halt zurückschmeißen oder ähnliches. Vielleicht hat er jetzt ein bisschen Angst, irgendwas Fettes zu spielen. Aber ich habe nichts hier, um überhaupt irgendwas zu countern gerade. Ich werde diese hier gleich spielen. Beginnen alle blockenden Karten, die kein Land sind und die ein Spieler deiner Wahl kontrolliert, auf die Hand ihres Bisses zurück. Okay, das ist blöd. Ja. Hat er mir alle Karten auf die Hand zurückgeschmissen? Ja, jetzt kommen wir in die Angriffsphase von ihnen. Ich denke mal, er wird angreifen. Ich kann nicht blocken. Ich nehme den Schaden. Jetzt ist mein Zug. Ich mache hier Aufblitzen mit der Karte. Das heißt, ich spiele in seiner Runde noch meine verbleibenden 2 Mana. Durchs Aufblitzen kann ich das. Habe mein komplettes Mana jetzt wieder zur Verfügung. Kann hier ein Mana wieder spielen. Und könnte jetzt. Ja, was spiele ich jetzt? Dann bleiben 3 über. Ich habe auch echt nichts. Ja, komm, ich spiele den und werde den hier noch ein bisschen pushen. Ich
habe auch nichts zum Blocken, ne? Ich greife aber an, dann kann ich noch zwei Karten ziehen. Ja, du greifst an. Dann ziehe ich schon mal eine Karte. Hab hier zwei Mana, perfekt. Ich kann eine Kreatur von ihm, die jetzt rauskommt, blockieren. Dazu brauche ich jetzt die nicht mehr spielen und beende hier meinen Zug. Und bewahre mir die zwei Mana halt für die Karte auf. Neutralisiere einen Kreaturzauber und das ist genau der, perfekt. Die Herz der Karten sind hier bei mir, außer er wird sie mir jetzt kaputt schießen. Mal schauen, ob er irgendwas hat. Ja, er hat auch einen Neutralisierungsspruch. Schade. Kommt hier kein nichts gegen machen, hab leider keinen mehr. Aber ein Versuch war es ja wert. Ist jetzt eine 4-4 fliegend. Können wir aber gegenblocken. Natürlich kommt jetzt die Karte. Und wir spielen unser Mana hier. Und könnten eigentlich, er hat nichts, die jetzt hier spielen. Haben wir schon mal zwei. Ich könnte seine fliegende blocken und die so oder so blocken. Und werde jetzt auch noch diese kleinen Fratze hier spielen. Um ihn jetzt ein bisschen gleich runter zu poolen. Und könnte in die Kampfphase gehen. Problematisch ist jetzt... Ja, die und die. Er wird nur auf eine zerschießen auf jeden Fall. Ich schau einfach mal. Ich greife einfach mal mit der an. Vielleicht opfert er seinen Drachen, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Oder vielleicht lässt er auch die 7 durch, aber dann wäre ein bisschen blöd. Dann wäre er jetzt nächste Runde tot. Oh, er blockt sogar. Okay. Das sind 4 Schaden. Ja, dann pushe ich die noch hier einmal auf. So, dann stirbt die nämlich nicht. Das wird ihn, glaube ich, sehr ankotzen. Und eigentlich hat er jetzt schon so gut wie verloren. Schauen wir mal, ob er jetzt noch irgendwas aus ein fettes Vieh zieht oder nicht. Ja, da hat er aufgegeben. 50% haben wir heute in die Gewinnrate. Ja, das Spiel. Für Leute, die Magic noch nie irgendwie Kontakt hatten, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Dadurch, dass man Zauber wieder noch Zauber drauflegen kann und den fizzeln kann und. Ist ein bisschen schwierig. Ist auf jeden Fall auch kein Pay-to-Win, kann man so sagen. Hi. Moin. Und ich hab eine Frage. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Und ich weiß, wir sind live on air, aber so schlimm ist es nicht. Ich brülle mal so laut, dass man dich vielleicht hören kann. Da ist ein Mikro. Ja, aber so weit on air wollte ich noch nicht sein. sag mal, weißt du, wie die Faxe hier reinkommen? Ja, durch die Fritzbox. Wir haben noch irgendwo eine alte Fritzbox rumliegen. Ne? Genau, auf der Fritzbox eine Faxnummer. Und die... Das ist diese Guffenleitung, oder? Ja, genau. Das ist die VDSL-Leitung, mit der wir früher gestreamt haben. Achso, ja. Die will ich benutzen, okay. Wenn du darauf gehst auf die Box. Sag am besten, ist das Passwort einmal laut live. Kannst du das nicht bekommen lassen? Oh, das ist eine gute Frage. Das Passwort, ja. Ich hab das irgendwo bei mir. Geil. Die Produktionsabteilung, das ist wichtig. Ja, aber das geht alles an die Fax-Ad. Nee, kommt nicht an. Okay. Weißt ich bin jetzt durch. Willst du wissen, warum es nicht ankommt? Ja. Ich vermute, du hast den Mail-Server umgestellt. Nee, die Fax habe ich noch nicht umgestellt. Das wäre aber eine gute Vermutung. Ja, ich bin gleich durch, dann gebe ich dir das. So, wir machen jetzt Pack-Opening. Ich habe einen Booster bekommen. Ah, nee, ich kann eins kaufen. So, welche Edition wollen wir kaufen? Und dann können wir noch gegen einen spiele ich gleich. So, hier, Booster. Oh, kaufen. So. Wo? Da. So, welche Edition wollen wir kaufen hier? Hat jemand eine Ahnung? Ich sammle gerade hier die alle. Ich spiele nicht Yu-Gi-Oh! Nein. Pay-to-Win erklären? Nee. Also ich bekomme hier eigentlich genug Karten oder Packs. Also jeden Tag kriege ich ein Pack. Und auch manchmal halt diese ganzen kompletten Decks. Ich kann ja auch jeden Tag immer ein Pack mehr spielen. Also 2 Packs kriege ich pro Tag und bekomme halt hier das Gold und sowas. Und die wöchentlichen Dinger, da gibt es noch mehr Packs. Okay, da muss ich jetzt warten, aber da habe ich, glaube ich, auch 3 Packs erspielt. Raiden, okay, ich mach gleich. Wir machen jetzt ein Pack auf. Komm. Komm, ich mach jetzt einfach hier die Gilde. Attacke. Mir fehlen nur noch ein paar Karten, um noch ein anderes zu bauen. So, bla bla bla. Was haben wir hier? Erzeuge einen Spielstand, der eine Kopie einer Karte ist. Oh, das ist nicht schlecht. Das Duplikat.
Kann man auch sehr schöne Decks mit basteln, mit den Duplikatkarten. So, okay, wo war das jetzt hier versteckt? Mit dem neuen Patch gibt es jetzt nämlich Duelle da oben. Okay, so. Raiden, du bist dran. Du hast bestimmt jetzt irgendwie so ein Token-Deck oder ein Rush-Deck, mit dem du mich komplett kaputt machst. 7-3-1-7-4. Geht das so? Ich hab's noch nie gemacht. Bist auch online? Aber ihr könnt auch mich herausfordern. Hier steht da mein Tag. Dann nehme ich euch jetzt an oder sowas, wenn das überhaupt geht. Taucht das irgendwo auf? Ich hab's noch nie gemacht. Ah, was ist das? Oh, ich hab's weggedrückt, sorry. Das ist ein Deck aussehen. Sorry, ja. Nee, ich will mein Deck nicht verändern. Wie war das? Raiden 682. Ah, spielen. Habe ich es richtig geschrieben? 682-73174. Müsste eigentlich, ne? So, jetzt kommt bestimmt so ein Token-Deck oder irgendwie ein komplettes Counter gegen Control. Da fehlt das L? Ach, da fehlt... Ah, das I. Oh, sorry. Ja, dann kann ich ja Ewigkeiten warten, ne? Los! Schnell! Ah! Nein! Ach, AI. Ah. So, jetzt aber. Ah. Ja, ja, I. Ja, hat keiner gesehen, ne? So, Raiden, wenn du ein Ehrenmann bist, dann machst du Stream aus. Also zumindest kannst du auch zurückspulen. Das ist natürlich eine Müllhand. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Komm, ist es ein Freundschaftsspiel, ne? Probieren es einfach mal aus. So, ich bin mal gespannt, was Raiden jetzt hier für ein Deck hat. Ich glaube, ich weiß schon, was auf mich zukommt. Bestimmt irgendwas. Entweder ein Ritterdeck oder so ein Deck mit den ganzen Scheißviechern, die sich die ganze Zeit mit Leben vollballern. Hallo, ich will das spielen. Ah, ich bin gespielt für das. Dann kann ich nämlich blocken, er wird mich nicht angreifen. Seine komische Figur hat hier Lebensraub. Lebensverknüpfung. Immer wenn sie einen Schaden macht, kriegt er ein Leben dazu. Aber ich kann es jetzt gut countern mit dem hier. Vielleicht greift er an, vielleicht opfert er sie. Mal schauen. Mal schauen, was seine Taktik hier ist. Das Vieh ist auch eklig, aber dafür brauche ich 5 Karten, glaube ich. Hatte Siegel der Stadt. Okay, gut. Ich habe kein Mana gezogen, das ist natürlich richtig herrlich. Ich greife jetzt nicht an. Ja, Monoblau ist echt eklig. Ich spiele privat auch Monoblau, habe ich eins. Ich habe auch ein Eldrazi-Deck. Eldrazil. Das macht auch sehr viel Spaß. Ist aber auch... Es ist alle, kein billiges Hobby. Aber in letzter Zeit draften wir nur noch und... draften ist ganz witzig. Man holt sich mit mehreren Leuten halt ein Display, wo... mehrere Booster drin sind, diese Booster-Packs. Man macht 3 auf in der Runde, also jeder kriegt 1. Also jeder zieht sich 3 Booster, nimmt das erste, nicht den Energy jetzt. Und dann versucht man aus den Karten, die man hat, einen rauszunehmen, gibt ihnen das Pack weiter und versucht sich dadurch, durch die 3 Booster-Packs, dann halt ein Deck zusammenzubauen. Und ich greife jetzt an. Ich kann hier mit der Karte seine Figur hier, ja, ich angreifen.
Mit der kann ich sie seine Fähigkeiten runternehmen. Und ich kann jetzt hier gucken, dass ich bräuchte eigentlich Mana. Das ist eher das Problematische. Ich brauche keine Zauber. Deswegen packe ich die auf den Friedhof. Mach die zur Nicht-Fliegenden und zu einer 0-1, also ich auch keine Lebensverknüpfung, nur bis zu Ende meiner Runde. Und kann ihn hier 3 Schaden reindrücken. Könnte jetzt noch was spielen. Aber das würde alles jetzt keinen Sinn machen. Ich habe noch 3 Mana offen. Ich könnte ihn sogar noch was zerschießen, wenn er jetzt mit irgendwie einem Quatsch kommt. Mit einem Zauber. Mit einer Verzauberung. Oder halt mit einem Planeswalker oder ähnliches. Schauen einfach mal. Kannst du ruhig das Leben jetzt wiederholen. Ich ziehe dir gleich wieder 3 ab. Genau, Draften ist geil. Und Draften gibt es auch nämlich hier. Ich habe das aber noch nicht gemacht. Ich glaube, man muss dafür Geld investieren. Und genau diese Karte habe ich erwartet und die zerschieße ich dir. Damit kann er sich die ganze Zeit irgendwelche Ritter und sowas herzaubern, 2-2er. Und mich richtig abfacken. Ich brauche eigentlich Mana. Sorry, ich muss das wegschmeißen. Das ist eine sehr, sehr gute Karte. Also Ritterdeck mit dem Quatsch, es ist einfach abartig eklig. Und gegen die Decks habe ich auch echt gut zu kämpfen mit dem Mono Blue. Wenn ich diese Karte nicht counter, dann ist eigentlich schon fast GG. Weil ich habe einfach keine Verzauberungszerstörung, wenn sie auf dem Feld liegt. Dann kann sie komplett ausspielen. Und jetzt kommt die gleiche Karte nochmal, die habe ich auch gerade weggeschmissen. Jetzt die große Frage, mache ich jetzt hier Stress oder nicht? Ich würde jetzt hier... Habt noch die. Ich würde sie gerne spielen, damit ich Karten ziehe. Problematisch ist, wenn er die Karte jetzt gleich normal zieht oder mehrfach im Deck hat, kann ich sie jetzt gleich nicht zerstören. Zauberspruch kosten, du liest, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Es ist kein Zauberspruch, es ist eine Verzauberung. Große Frage ist, kann ich sie überhaupt damit zerstören? Kann ich mit dieser Zauberspruch kostet, ja okay, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Ist das Zauberspruch bei einer Verzauberungskarte? Also ist jeder, ich glaube jede Kreatur, alles mögliche sind Zaubersprüche. Ne? Ich glaube damit kann ich alles weghauen, außer... was ist die große Frage? Alles sind Zaubersprüche, okay, alles sind Zaubersprüche. Gut. So, ich greife dich jetzt einfach an. Obwohl, ich greife dich nicht an. Ach, fuck. Ich greife dich nicht an. Genau, Länder sind keine Zaubersprüche, genau. Dafür brauche ich bestimmte Karten, um die direkt zu zerstören. Da gibt es auch ekelhafte Goblin-Karten. So Mean-Goblins, die halt die Viecher zerstören können. So, jetzt will er mir hier wieder 2-1er spielen. Mal gucken. Opfere, bestimme eine Kreatur und so ein Zerstörer bis zum Ende des Zuges. Hi. Ist die Frage, soll ich ihn die jetzt zerstören oder nicht? Eigentlich nicht. Kann die ruhig spielen, die 2-1er. Vor der habe ich nicht so viel Angst. Ich verschwende die Karte jetzt nicht für eine 2-1er-Kreatur. So, mal gucken, was er macht. Noch 2 Karten auf der Hand. So, mir fehlt nur Mana. Dann hätten wir das ganze Ding hier schon beendet. Solange die Adonto Vorhut angreift, erhält sie 2 plus und 2-0. Bezahle 4 Lebenspunkte vor der Held und Zerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Also wenn sie angreift, kriegt sie 2 vorne, dann ist es eine 3-1er. Wenn er 4 Lebenspunkte bezahlt, ist sie unzerstörbar bis zum Ende seines Zuges. Ist mir eigentlich Latte. Hat immer noch einen hinten. Ach so, jetzt hat er seine, okay. Ich hätte sie doch zerstören sollen, ja. Aber was ist der Segen der Stadt? Der Aufstieg, falls du 10 oder mehr beliebige Karten kontrollierst. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, welche Edition diese Karten sind hier. Mit Aufstieg und sowas. Natürlich hätte ich sie jetzt gerade zerschießen sollen. Da er jetzt die ganze Horde hier gebufft hat. War natürlich blöd. Hätte ich machen sollen. Jetzt bin ich aber wieder für das nächste Mal ein bisschen schlauer.
So, er macht 3 Schaden. Ich kann da nichts gegen machen. Ich könnte jetzt was blocken, aber ich fresse einfach mal die 3 Schaden. Ich hoffe, dass ich gleich irgendwas... Mal gucken, ob er sie jetzt noch buffen kann. Er hat nicht mehr so viel Mana. Ja, ja, komm. Ich kenne auch nicht alle Karten auswendig. Ich habe schon wieder, ich habe echt nur Pech, ne? Ich ziehe einfach keinen Mana mehr. Ich habe auch keine Zauberer jetzt, wo ich jetzt irgendwie wieder was ihn auf die Hand schmeißen kann, damit er sich hier verpisst hier mit seinen ganzen Karten. Sieht schwierig aus. Ich weiß nicht, was er da hat. Ich will jetzt einfach mal Djinn spielen, damit ich überhaupt ein bisschen blocken kann. Dass ich hier eine Kreatur von ihnen zerstören kann. Und er hat nur eine fliegende. Ich greife auf jeden Fall. Greife ich an, ich muss unbedingt gucken, ob es einen Mana gibt oder nicht. Dann kommt er aber mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit 8 Schaden rüber. Ich schaue einfach mal, ich gehe auf Risiko hier. So, ich werde die Fliegende da mit der Kreatur wieder auf den Boden holen. Und meine gute Wahl, ich werde die hier auswechseln. Ich brauche Mana. Brauche keine Counter mehr. So, ich werde jetzt übrigens aufs Fressbrett bekommen. Ja, mir sind halt die Hände gebunden. Ich habe halt kein Mana. Ich hatte gedacht, dass er noch mit so einer wieder ankommt, mit Geschichte der Binalis, und habe mir die ganze Zeit Replik des Zaubers aufbewahrt in meinem Kopf, damit ich diese zweite Karte nochmal counter, und habe dann auch nicht gesehen, dass zum Beispiel hier, wie heißt der Quatsch? Das Aufstieg halt ab 5 Karten. Kontrolliere, hältst du, ja, Panel. 10 oder mehr beliebige Karten, alles klar. Gut. Jetzt wird er mich ja. Jetzt hat er mir sich auf die Hand gespielt. Nee. Ja, ja, ich hasse diese Decks. Aber ich will gleich nochmal eine Revanche gegen dich. Hier sehe ich auf jeden Fall kein Land mehr. Jetzt könnte ich zum Beispiel eine auf seine Hand spielen. Hab schon wieder kein Mana gezogen. Aber er hat so viele Karten auf der Hand. Nicht auf der Hand. Achso, er hat noch. So viele Karten draußen, dass wenn ich ihn jetzt auch die Karte auf die Hand spiele, dass trotzdem die Viecher hier alle nicht runtergehen. Ja, das war's. Gute Runde. Wie lange haben wir denn noch? Wir sind eigentlich schon drüber. Eigentlich müsste Andreas jetzt gleich kommen. Okay. Ja, Niederlage. Da wäre mein Akro-Deck, also mein Goblin-Deck besser gewesen. Denn damit könnte ich die ganzen Einser mit ein paar Goblins halt verschießen, und ich habe auch ein bisschen Chock drin und sowas. Chock-Güzel. Und damit läuft das dann ein bisschen besser. Ja, gegen die Decks hat mein Control-Deck ein bisschen zu kämpfen. Andreas, nee, ist noch nicht da. Und ihr baut jetzt auf, ne? Ja. Gut. Die bauen jetzt Assassin's Creed, Assassin Origins, Hammerspiel. Andreas spielt es mit einer Frau. Odyssey heißt es. Wir können irgendwann noch mal Magic spielen, wenn ich ein bisschen mehr Karten habe und ein bisschen mehr Decks habe. Und dann spiele ich auch gegen dich, Sayuke, und gegen andere. Aber ihr könnt ja irgendwann mal, wenn ich online bin, versucht einfach's. Ja, wir können alle privat spielen. So. Ich verabschiede mich aus Magic und Hardware-Gedöns und baue jetzt hier ab. Und gleich könnt ihr hier Andreas sehen, wie er durch Rom. Läuft er durch Rom? Durch Athen läuft. Athen ist ja auch. Ist immer noch näher dran als China. Gut. Haut rein da draußen. Ne? Ich küsse euch alle. Meine Freunde.